herzlichen Glückwunsch. Sie sind bei Channelcast gelandet. Ja, Glückwunsch. So, pling, plang, plong. Für alle, die live drauf draußen zuhören, die sind vielleicht jetzt etwas verwundert. Wir haben heute ein technisches Problem. Das Intro startet nicht. Und für alle, die später dann anhören, können aber beruhigt sein, weil wir es natürlich davor schneiden. Die hören es dann auch ganz gewohnt. Ja, herzlich willkommen zur Folge 16 von Channelcast. Wir haben eine kleine Pause gemacht, war dadurch bedingt, dass wir keinen gemeinsamen Termin gefunden hatten in der letzten Zeit, wo wir uns mal wieder zusammensetzen, um ein bisschen zu podcasten. Deswegen war eben die kleine Pause. Wir haben uns aber vorgenommen, dafür auch im August eine Sendung zu machen. Denke, dass wir das schaffen. Das hatten wir im letzten Jahr nicht hinbekommen, aber dieses Jahr klappt es vielleicht. Im Studio begrüße ich wie immer den Damian. Servus, Damian. Servus, hallo, grüß Gott. Und den Andreas. Servus, Christian. Servus, Damian. Servus. Andreas. Servus in die Runde. Genau. So, dann lass uns mal schauen, was so alles aufgelaufen ist. Wir haben schon ein paar Sachen. Nämlich fangen wir mal mit der Post an. Wir haben Post bekommen, zwei Packerl sind uns zugeschickt worden und Damian packt die mal aus. Oder trinken wir vorher noch? Trinken wir erstmal. Ach komm, wir trinken erstmal was. Komm, zum Wohl. Andreas hat Club Mate besorgt wieder. Oh ja, der Kühlschrank ist gut gefüllt. Super. Schön kühl. Oh. Soll ich mal aufmachen? Ja, brauchst du eine Schere? Ich glaube, ich kriege das einfach mit der Kraft meiner Finger hier. Zack. Das war der Finger. Und jetzt nochmal hier. Und hey. Hey, was ist das denn? Nervennahrung. Das ist klasse. Nervennahrung? Nervennahrung bedeutet in diesem Fall. Nervennahrung steht drauf. Irgendwie so Nüsse, Nuss, das was mit Nuss und Schokolade. Nüsschen Nuss und Schokolade. Hier noch Tapferkeit. Getreideschokoladenhäppchen. Tapferkeitstoffees. Die brauchen wir vielleicht noch im weiteren Verlauf der Sendung, diese Tapferkeitstoffees. Ja, sehr wenn wir zu bestimmten Themen kommen. Ja. Und von wem haben wir das denn zugeschickt bekommen? Schauen Lass uns mal hingucken hier auf den Beipackzettel. Das ist mit freundlichen Grüßen. Ach, von Herrn Schickram. Ach, schau an. Ja, vielen Dank, Herr Schickram. Ja, ganz herzlichen Dank, treuer Hörer. Von Schickram und Feller in Schwandorf. Grüße in die Oberpfalz. Super, das können wir. Ja, das Oberpfalz, nicht mehr Niederbayern. Ach so, Entschuldigung, Oberpfalz. Das sind die hier ganz empfindlich. Ne? Ja, das kannst du aber glauben. Der ist heute gar nicht im Chat. Schicko ist normalerweise immer da. Der ist heute nicht im Chat? Nee. Oh, hoffentlich. Vielleicht kommt er ja noch. Hoffentlich klappt es dann überhaupt. Mit was? Mit unserer Sendung, wenn er nicht dabei ist. Ach so, ja, ich glaube, aufgezeichnet wird. Ich meine, der bestvorbereitete Hörer ist doch immer Herr Schickram. So, jetzt haben wir noch ein zweites. Ich kann mal fragen, ob man uns hören kann. Ja? Wir haben noch ein zweites. Ja. Ich mach's mal auf. Mhm. Amazon-Packel. Ganz recht. Da heißt immer noch nicht Udo Lindenberg. Sondern das ist, hey, Rupert Sheldrake, 7 Experimente, die die Welt verändern könnten. Ja, genau. Lass mich raten, wer sich das gewünscht hat. Christian. Richtig. Richtig, das habe ich mir tatsächlich gewünscht. Ganz schön klein gedruckt. Da braucht man gute Augen, um das lesen zu können. Wir haben ja versprochen, dass wir ein bisschen. Was interessiert dich daran? Ja, wir haben ja versprochen, dass wir ein bisschen was dazu erzählen, warum das auf der Wunschliste gelandet ist. Das ist ein Buch, das ich früher mal hatte und in meinen jungen Studienjahren mal gelesen habe und das dann bei irgendeiner der vielen Umzüge durch ganz Deutschland, die ich ja hinter mir habe. Ich habe ja mal im Ausland gewohnt, in Ulm. Toller Wetter. Im Regenland. Haben sie dich echt zurückgelassen? Ich sage dir, Ulm, Schwabenland, mein lieber Herr Gesangsverein. Eine nette Anekdote dazu. Als ich den ersten Tag in Ulm war, im Kollegenkreis, in der Früh, wisst ihr, was die in der Früh als allererstes gemacht haben? Die haben die Tagespresse ausgewertet nach Prospekten vom Bauhaus, Baumarkt, Obi, alles, was da so eben an Flyern immer drin liegt. Ja. Ob es wieder irgendwo etwas günstig gibt. Und dann sind die abends, es ist kein Witz, abends mit dem Daimler, mit dem Anhänger hinten dran zum Obi runtergefahren, haben 3 palettenweise Kacheln gekauft, die keine Sau gebraucht hat, aber die waren halt günstig. Ne? Und die hat man dann beim Schwager oder irgendwo deponiert, der halt dann in absehbarer Zeit mal baut. Also das finde ich total nett. Aber ich habe auch gelernt, dass die Schwaben nicht geizig sind, wie immer behauptet wird. Für die ist immer nur wichtig, dass es günstig ist.
Also das ist irgendwo günstiger gewesen. Das ist ein erheblicher Unterschied. Ja, und um zurückzukommen auf das Buch, also das habe ich damals gelesen, fand ich das sehr beeindruckend. Der Rupert Sheldrake ist ein Professor, ich weiß jetzt nicht mehr an welcher Universität, und der hat sich 7 Experimente ausgedacht, von denen er glaubt, wenn man die mal unter Laborbedingungen sozusagen durchführen würde und Erkenntnisse daraus zieht, hätte das einen sehr großen Einfluss auf die Menschheit im Prinzip oder auf die Wissenschaft insgesamt. Er sagt, eins der Experimente, dem er zum Beispiel mal gerne nachgehen würde, ist, jeder kennt es, man sitzt in einem Raum, ja, und die ganzen Reihen nebeneinander und hinter einem sitzen Leute und vor einem sitzen Leute. Und Leute entwickeln das Gefühl dafür, dass ihnen jemand in den Nacken starrt. Also wenn jemand hinter dir sitzt und dir dauernd in den Nacken starrt, merkst du das sozusagen irgendwann und drehst dich um, weil du ein unangenehmes oder irgendein Gefühl in dir verspürst. Und da sagte Robert Sheldrake, das ist so ein Phänomen, das ist bis heute ungeklärt, das sollte man mal experimentell nachstellen und mal versuchen, warum das so ist. Also möglicherweise liegt das natürlich in der Vergangenheit, also wir als Höhlenmenschen hatten irgendwie einen Instinkt, der uns davor bewahrt, dass uns ein Raubtier auflauert oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Der Robert Sheldrake ist auch derjenige, der davon spricht, dass es, jetzt weiß ich nicht mehr ganz, wie die heißen, er spricht von bestimmten Wellen, die es gibt, in denen das Wissen, das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an. Sind das nicht diese morphogenetischen Felder? Die morphogenetischen Felder, richtig. Ah, daher kenne ich das. Und da gibt es ja dieses Phänomen, das wird, glaube ich, in dem Buch auch beschrieben, von den Meisen, die in London umherfliegen und die es gelernt haben, die Milchflaschen, die vor die Häuser gestellt werden, so wie das, weiß ich nicht, ob es heute immer noch so ist in London, früher war es jedenfalls so, die hatten so eine Alukapsel oben drauf. Ja, die kenne ich auch noch. Diese Meisen hatten es gelernt, diese Alukapseln aufzumachen und dann an die Milch ranzukommen. Und interessanterweise haben Meisenpopulationen in großer Entfernung plötzlich auch das gekonnt und man weiß eben bis heute nicht, wie diese Information weitergewandert ist und, und. Das sind diese morphogenetischen Felder. Genau, und Felder, das ist der Robert Sheldrake und der hat dort eben 7 sehr schöne Experimente beschrieben, wo er sagt, das sollte man mal machen. Du, aber das ist ja gar nichts Neues. Also ich weiß, dass ich das während meines Studiums nicht gelernt, aber damit in Kontakt gekommen bin und das ist ja jetzt auch schon... Das ist schon 30 Jahre her, fällt mir da gerade auf. Verfluchte. Ich schau mal nach, wann das Teufel. Wann das rausgekommen ist, das steht doch da eigentlich immer drin, oder? 18 Uhr geht der Bus. Was soll das heißen? 94. Hä? Andreas. Was? 18 Uhr geht der Bus, was soll das sein? Wer hat das geschrieben? Ich. Achso, wir sollen uns beeilen. 18 Uhr geht der Bus? Wir sollen endlich mal zum Thema kommen. Kommt in die Gänge. Übrigens, das Buch ist auch von Herrn Schickram. Ah, ja. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Schickram. Ja. Freue ich mich sehr drüber. Ich wollte es mir schon lange immer wieder mal besuchen und jetzt haben wir es endlich wieder. Studierte Naturwissenschaften an der Universität von Cambridge und Philosophie an der Harvard University und ist promoviert und so weiter. Ein ganz schlauer Mann eigentlich, ne? Und dieses Buch erschien erstmals 1994. Ja gut, dann hat er vorher aber auch schon... Oder 90 hat er auch schon darüber geschrieben, ja. Das Gedächtnis der Natur war 1990, das dürfte wahrscheinlich... Nee, ich habe 1980 studiert, also 79 fing ich an. Mhm. Echt? Ich habe 78 Abi gemacht, dann habe ich Bundeswehr und dann bin ich 90. Ja. Sehr zielschreibig. Ja. Ja, klasse. Da freue ich mich. Ganz herzlichen Dank. Endlich mal wieder Gelegenheit, was zu lesen. Und ich werde dann vielleicht so im Laufe der Zeit mal von dem ein oder anderen Experiment erzählen, was es sich da so vorstellt. Ja, für alle anderen, die uns noch was zuschicken wollen, auf der Website channelcast.de gibt es unsere Wunschliste. Dort haben wir alle drei Sachen draufgepackt, die wir gerne hätten. Und da darf man uns auch fleißig Sachen zuschicken. So, das zweite Thema, was ich mir nur noch notiert habe zum Einstieg, ist das Hörertreffen. Da wandert mein Blick Richtung Orga-Team. Andreas? Ja, ich habe davon schon gehört. Wir haben dich quasi so schnell per Akklamation, ist man das Orga-Team. Per Akklamation das ist ja echt zum Orga-Team gemacht. Ja, das ist okay. Also Feedback ist reichlich da. Ich habe mir das Ergebnis angeschaut, das Feedback ist, ist sehr positiv und dass wir das in Kürze machen sollten.
Genau. Und mein Vorschlag als Orga-Team wäre, das wirklich in Kürze zu machen, nämlich innerhalb der nächsten circa 4 Wochen, bevor nämlich du in Urlaub gehst, Christian. Ja. Du gehst Ende August in Urlaub und es wäre gar nicht so doof, wenn wir es vorher hinkriegten. Bis zum, also ich glaube, die Kunst an der Sache wird, einen Termin zu finden. Mhm. Und die nächste Kunst, wenn wir einen Termin gefunden haben, wird für mich das zu organisieren. Aber das wird wohl zu machen sein. Also angedacht ist, dass wir es eventuell in einem Biergarten machen, allerdings nicht in einem der überlaufenden Münchner Biergärten, die es ja zahllos gibt, sondern da ein bisschen was Ruhigeres suchen, wo wir auch die Option haben, wenn es regnet, dass wir reingehen können. Dass wir uns drinnen setzen können. Dass wir uns da verköstigen können, was zu essen kriegen und was zu trinken kriegen können. Und ich denke, es wird hauptsächlich darum gehen, dass wir uns alle miteinander unterhalten können und Networking machen können. Exakt. Also Termin geben wir bekannt, as soon as possible. Da bitte einfach uns auf Twitter folgen oder Facebook schauen oder Xing oder LinkedIn. Wir sind ja da überall unterwegs. Wenn wir das bekannt geben, auch auf der Website. Und wir werden dann sicherlich ein kleines Formular einrichten, wo man mal Name und Adresse oder E-Mail-Adresse hinterlassen kann, sodass wir euch dann benachrichtigen können. Genau, dass wir dann auf allen Kanälen rausgehen. Ja, das denke ich auch, ist ganz gut. Vielleicht nochmal von mir auch eine Bemerkung zur letzten Sendung. Wir hatten ja damals den Gast in unserer letzten Sendung, Günter Schiessel. Und da haben wir eigentlich auch anschließend gutes Feedback drauf bekommen. Absolut. War eine echte Bereicherung. Ja. So. Und das könnten wir doch eigentlich immer mal wieder mal machen. Ne? Also ich finde das auch sehr schön. Weil das bringt nochmal wieder eine neue Sichtweise und neue Erkenntnisse. Und fände ich gut. Ja, absolut. Kann ich auch nur unterstreichen. Also wir haben noch ein viertes Headset zur Verfügung. Das heißt, wir haben auch noch einen Platz hier am Tisch, wo sich noch jemand dazugesellen kann. Und wenn jemand sagt, Mensch, da hätte ich mal Lust, mit den Jungs ein bisschen mitzuquatschen, einfach melden bei uns. Und finde ich auch eine gute Idee. Gerade uns, die wir immer nur an der Oberfläche kratzen hier. Genau. Ne? Ja. Müssen da mal unserem Lehrauftrag ein bisschen nachkommen. Lehrauftrag? Dass hier mal, ein bisschen haben wir einen Lehrauftrag? Dass hier ein bisschen tiefer in die Sendung kommt. Das wusste ich noch gar nicht. Ja. Du meinst mit EH geschrieben. Ne, genau. Okay. Richtig. Mhm. So, und das Dritte, was ich noch aufgeschrieben habe, nur der Hinweis, Channelcast gibt es jetzt auch mit Kapitelmarken. War ja gerade so in der Anfangszeit immer wieder der Wunsch, dass Leute gesagt haben, oh, das ist mir einfach zu lang, ich will keine 3,5 Stunden hören, was ich auch verstehen kann. Mein Argument war ja dann immer, dann hör es halt nicht auf einmal, sondern hör es halt ein paar Tage lang. So mache es ja ich auch bei den Podcasts und ich höre es ja regelmäßig im Auto auf dem Weg in die Arbeit und von der Arbeit weg oder wenn ich sonst wo unterwegs bin. Jetzt ist es jedenfalls vollzogen. Die letzte Folge, die eben mit dem Günter Schiessel, liegt jetzt auch in einer Version vor mit Kapitelmarken. Ist schön übersichtlich. Man kann jede beliebige Stelle im Podcast sozusagen anspringen. Da steht dann das jeweilige Thema drüber. Klickt man drauf und landet dann an der entsprechenden Stelle. Jetzt steht auch daneben, wie lange das dann geht. Unterstützt werden diese Kapitelmarken von sämtlichen Smartphones, egal ob es iPhone oder sonst irgendwas ist. Wenn man es da drauf packt, hat man Kapitelmarkenunterstützung. iPad natürlich, iPod Touch natürlich und auf dem PC gibt es 2 Programme, die ich hier empfehlen kann. Das eine ist QuickTime, kostenlos von Apple, gibt es für Windows und auch macOS und das andere ist der VLC Player, auch sehr bekannt, auch Freeware, auch für macOS und Windows. Und das schmeißt man da ganz einfach rein und dann hat man auch die Kapitelmarken und kann sich da durchhangeln. Auf der Website selber klappt es noch nicht, was dem Umstand geschuldet ist, dass diese ganzen Browser alle nicht, ja, ich will es nicht sagen kompatibel, aber halt unterschiedlich mit Dateien umgehen können. Und da gibt es jetzt noch kein einheitliches Format sozusagen. Das wird mit HTML5 kommen, der nächsten Generation. Da gibt es auch schon ein paar Projekte, die das versuchen umzusetzen, dort einen Player mal zu basteln, der dann auch die Kapitelmarken unterstützt. Ich bin da dran. Habe da auch ein bisschen was dazu geschrieben bei uns auf dem Blog und ja, denke, dass das im Laufe des Jahres dann dort auch noch integriert werden kann und dann alle zufrieden sind, weil man die einzelnen Gesprächseinheiten sozusagen dann auch direkt anspringen kann. Genau. So, jetzt sind alle glücklich und zufrieden. Und ich muss jetzt nur immer aufpassen, dass ich wieder diese
die Marke da immer setze, weil sonst habe ich eine stundenlange Arbeit. Und wir kommen zu unserem ersten Thema aus dem Bereich Aktuelles und Personalien. Und da habe ich ja schon gleich mal lachen müssen, wie ich die Überschrift gesehen habe. Da steht dort Chefwechsel bei Also Actevis, Gedankenstrich, welcher Chefwechsel? Und da denke ich mir, solche Einträge kann nur der Damian machen, oder? Das ist völlig korrekt. Die Überschrift, die stammt tatsächlich von mir. Und das Thema ist ja fast jetzt schon gar nicht mehr aktuell, weil es ist ja schon eine ganze Weile her. Trotzdem müssen wir noch drüber reden. Trotzdem sollten wir auch noch drüber reden, finde ich, weil das ist ein Thema, was ja doch auch wirklich wichtig und relevant ist. Ich meine, wenn der CEO eines der größten Distributoren das Unternehmen verlässt, da können wir das nicht einfach so unkommentiert geschehen lassen, denke ich. Das ist so. Und es ist auch eigentlich so eine ganz tolle Überleitung, finde ich, von unserem vorhin, von dem Thema, wen wollen wir mal als Gast einladen? Ich denke, Klaus Helmich wäre mal echt ein interessanter Gesprächspartner. Der hat ja jetzt dann auch Zeit. Ja, ist richtig. Und ob er was sagen würde, das weiß ich nicht. Da müssen wir ihn wahrscheinlich hier mit den Tapferkeitstoffis erst füttern oder der Nervennahrung von Herrn Schickram, dann könnte da was draus werden. Also jeder weiß ja, um was es geht. Actevis-Chef Klaus Helmich ist nicht mehr an Bord. Der bisherige COO Herr Möller-Hergt hat das Ruder übernommen. Ich habe dann deshalb etwas süffisant welcher Chefwechsel hingeschrieben, weil draußen eigentlich sowieso Möller-Hergt als der Herrscher aller Reusen bei Actevis angesehen wurde und wird. Und ich hatte dann in meiner begleitenden Kolumne auch geschrieben, dass der Chef, dass er jetzt auch offiziell die Chefposition übernommen hat. Ganz böse Stimmen draußen haben gesagt, ja, der Klaus Helmich, der hat sowieso nur noch Zeitung gelesen, hat sonst nichts mehr gemacht und der hat einfach keine Lust mehr gehabt. So ist das dann halt dann dazu gekommen. Die spannende Frage finde ich jetzt, wie geht es jetzt weiter? Also gerade im Management. Jetzt der Möller-Hergt hat die CEO-Position jetzt übernommen. Er hat in Personalunion weitere Aufgaben, unter anderem des Deutschland-Geschäftsführers. Die Frage ist, will er das so weiter handhaben? Geht das überhaupt, wenn es vernünftig werden soll? Oder muss er da nicht auch, sagen wir mal, im Unterbau was tun, was nach meiner Überzeugung ganz bestimmt der Fall ist? Also da muss etwas passieren. Und ich denke nicht einfach nur irgendwie so Alibi-Sachen, dass er irgendeiner der Bereichsleiter da pro forma einen Geschäftsführertitel gibt und damit ist gut, sondern da muss dann wirklich auch jemand installiert werden, der operativ, der die Kompetenz und ich sage auch mal ganz auf Deutsch die Eier in der Hose hat, das dann umzusetzen. Überhaupt ist es halt so, der Aderlass bei Actevis ist in dem letzten Jahr groß gewesen und offensichtlich geht er auch weiter. Also ich habe jetzt gehört, ich weiß nicht, ob ihr es bestätigen könnt, ob ihr es auch gehört habt, dass Oliver Kaiser das Unternehmen verlassen wird per Ende September offiziell und andere sitzen wohl auch schon auf gepackten Koffern. Und was mich wirklich nachdenklich macht, ist, man liest und hört nichts über Neueinstellungen. Also Neueinstellungen auf Management, auf Top-Management-Ebene. Und das könnte wirklich auch nochmal ein Problem werden, wenn es stimmt, was man mir so zuträgt, dass nämlich Dröge als Investor in das Unternehmen gerne das Unternehmen im nächsten Jahr wieder verkaufen möchte. Schon im nächsten Jahr. Und dann muss ja der neue Anteilseigner, dem muss ja auch eine Geschichte, eine Story erzählt werden. Und der fragt erstmal, wer ist denn das Management? Und dann haben wir da plötzlich einen CEO, der ist vom alten Investor erst vor relativ kurzer Zeit installiert worden. Der ehemalige CEO, der das Unternehmen jahrelang begleitet und auch entwickelt hat, ist nicht mehr an Bord im Management, was unterhalb der Top-Führungsebene ist, hat es einen enormen Aderlass gegeben. Also fragt doch jeder potenzielle Käufer, wer führt denn das Unternehmen dann? Was habe ich denn da dann überhaupt für ein Management, was das Unternehmen weiter in die Zukunft bringen soll? Und da denke ich, das ist eine schwierige Lage, in die sich das Unternehmen selber gebracht hat. Bin ich sehr gespannt. Also was man ja auch nicht
außer Acht lassen darf. Und das unterstreicht ja die Aufgabenstellung. Der Möller-Hergt ist ja gleichzeitig auch Generalbevollmächtigter bei Dröge. Ja. Das heißt, der hat ja auch eine wichtige Aufgabe bei Dröge und wird sicher nicht mit zum Verkauf stehen, wenn Dröge eine allzu Aktivis weiterverkauft. Macht also die Sache das, ja noch also ich denke, brisanter. Das wird keine Option sein. Und eins muss man auch mal sagen, die Gerüchteküche brodelt im Moment so wild. Mhm. Das ist schon echt der Hammer. Also was man im Moment hört, wer den Laden verlässt, wer da Geschäftsführer werden soll. Mhm. Und das ist schon wirklich wild. Und ich denke, da steht schon dann demnächst mal eine Klärung bevor. Ja. Also, und im Moment hörst du ja gar nichts. Ich glaube, der nächste Termin, den es gibt, ist eine Aktionärsversammlung oder eine ja, ist, Bilanz. Die muss jetzt, irgendwann sein. Gell? Ja. Die Juli? Steht, ja, die ist 22. Jetzt, die ist Juli, ja. Die ist jetzt in unmittelbarer Zukunft. Das wäre Sonntag. Ja, oder um den Dreh jedenfalls rum. Also, Habe ich auch im die Kopf. Einladung unlängst. Ja. Also das ist aber in Zürich wieder, ne? Das ist so eine Schweizer Geschichte. Das ist ja, da sitzt ja die jedes Jahr. Die AG. Mhm. Und da bin ich auch schon mal drauf gespannt. Und der nächste Termin ist dann Gäubodenfest in Straubing. Ja. Und also das ist schon im Moment wirklich sehr spannend. Ja. Es gab ja auch die, wer die Medienberichterstattung rund um Schlecker auch verfolgt hat, da war ja auch bekannt geworden, dass Dröge ja auch sich für Schlecker interessiert hat, dann letztlich aber ja sein Angebot auch zurückgezogen hat, aus welchen Gründen auch immer. Und da war ja auch die Rede davon, wenn Dröge Schlecker zugeschlagen bekommen hätte, wäre Gustav Möller-Hergt dann nach Schlecker gegangen und hätte dort die Schleckerkette sozusagen saniert oder neu aufgebaut oder was auch immer man mit dem Unternehmen oder mit der Kette dann vorgehabt hätte, dann wäre, also Aktebis hätte ja dann eh das Problem gehabt, dass es dann niemand gibt, der dieses Unternehmen sofort führt. Ne? Ja. Also denke ich auch, da steht eine Regelung unmittelbar an. Ja. Unmittelbar. Und es muss einfach passieren. Ne? Meines Erachtens wirklich, wirklich schnell gehen. Ja, denke ich auch. Ja. Absolut. Ja. Also in diesem Zusammenhang, wenn ihr da, sagen wir mal, diesen Abschnitt abgearbeitet habt, habe ich noch eine interessante Info für euch, eine amüsante, so ist das Richtige. Und zwar habe ich das jetzt für mich mal so getitelt, Möller-Hergt, der Fackelkandidat. Wie kommst du da drauf? Ja. Ich habe hier den Link auch euch mitgeschickt oder eingetragen in unserer Themenplanung. Der Kollege Möller-Hergt, der hat die olympische Fackel getragen. Ja. In London. Jo. Ich habe hier den Link auf einen Artikel in der Soester Anzeiger. Ernst? Soester trug olympisches Feuer durch England. Kannst du mal in den Chat schmeißen? Bitte? Kannst du dir den Link in den Chat schmeißen? Ihr wisst, dass das live zu verfolgen ist im Internet? Nee, das wusste ich nicht. Jetzt der Fackellauf. Ja, der Fackellauf und mit den einzelnen Etappen. Und man kann auch, die Adresse heißt London2012.com. Also. London2012.com. Da gibt es eine Seite, wo man wirklich sehen kann, wo die Fackel getragen wird. Da war auch der Gustavo Möller-Hergt zu sehen, der die Fackel ein Stück getragen hat. Ich habe das mal recherchiert. Das ist, die Samsung ist doch ein Sponsor der Olympiade. Ich denke, dass das so zusammen zustande gekommen ist. Genau, und er hat die Fackel getragen. Und da waren noch einige andere aus der IT-Branche, die auch die Fackel getragen haben. Aber wann ist denn das gewesen? Vorgestern oder so? Was muss jetzt gerade gewesen sein? Vorgestern gegen abends, war zu sehen. Und es hatte irgendwie mittags die Fackel auch mal getragen, hier von ehemals Techdata, die Isabelle Robusson. Tatsächlich? Tatsächlich, hatte ich gesehen. Hatte ich gesehen, wie die mit der Fackel auch lief. Das ist interessant, die Fackel darfst du dann behalten. Ja, den Anzug auch. Ah, ja. Das ist alles so spezial, einmalig. Und es gibt für jeden Fackelträger uns ein Loch in dieser Fackel. Die hat da oben so Löcher, wo das Feuer dann. Und das für jeden Läufer ein Loch und ich glaube, es sind um die 8000 Läufer, die da mitmachen. Und es ist aber tatsächlich so, der Lauf geht nur durch die Städte und es geht dann anschließend über Land immer im Bus so ein Stück und dann wieder durch die Stadt.
immer so Schrittchen. Weißt du, das muss ganz irre sein. Aha. Schicko sitzt im Bus und trotzdem kann er hier uns zuhören. Also der, Der Schicko hat nämlich seit Zeiten ein iPhone. Ah, okay. Ich habe ihn auf einer Veranstaltung getroffen und sage, Mensch, und dann sagt er, ja, habe ich jetzt ganz neu und ich kann jetzt auch meine E-Mails da. Und dann habe ich ihm nämlich auch gesagt, aber zur Diskussion über die Telefone kommen wir, glaube ich, im hinteren Teil, habe ich auch gesagt, ich habe jetzt auch so ein Smartphone. Mhm. Und ich habe neulich mit ihm gesprochen, habe gesagt, hey, die Smartphone verändert mein Leben dramatisch, weil die Art zu arbeiten und. Und schaust dir an. Tatsächlich. Ja. Und, und ich habe ihm nämlich auch gesagt, Podcast geht aufs iPhone. Ja, ja, klar. Das geht. Mach dich mal schlau. Und hat er gesagt, ja, da geht er mal bei sich in die Technik. Ja, er scheint das irgendwie hinzukriegen, weil er schreibt das, hier gleich. Guck, wie das geht, ja. Es war am 17., nee, nicht in London. 17. August, 16.39 Uhr Ortszeit. Was meint er jetzt damit? Ich glaube, er meint den 17. Juli. Den 17. Juli. 17. Juli, ne? 17. Juli. Ja, das war der Fackellauf. Das weiß er auch schon wieder. Der Mann, der ist so informiert, das ist unglaublich. Das ist der Hammer, gell? Ich denke, der sollte hier einfach mal sitzen. Den brauchen wir ja unbedingt mal. Vielleicht weiß er auch, ob Herr Möller-Jagd im 100-Meter-Endlauf gegen Usain Bolt antreten wird und wer dann gewinnen wird. Da bin ich... Würde mich auch interessieren. Komm, wir wetten. Ja, wir wetten. Genau. Ich brauche einen Tapferkeitstoffi. Nimm doch mal so einen Tapferkeitstoffi. Herrlich. Ach Gott. Also ich kann mit dieser ganzen Olympiageschichte ja wenig anfangen, muss ich gestehen. Ich auch nicht. Aber es gibt ja Leute, die sitzen da Tag und Nacht dann davor. Ja, ich zum Beispiel. Oder da komme ich nachher noch zu. Ja, natürlich. Wenn der Zehnkampf ist zum Beispiel, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Wobei, der ist ja glücklicherweise, wir haben keine Zeitverschiebung oder nur eine Stunde. Eine Stunde, Gott sei Dank ja noch. Haben wir da Chancen? Bitte? Haben wir da Chancen? Nö, das nicht. Das nicht. Also vielleicht irgendwie, das war da unter den Top Ten. Die Zeit der großen Zehnkämpfer. Wobei, 8.500 hat er jetzt der beste Deutsche gemacht bei den Europameisterschaften. Er ist Europameister geworden, 8.500. Mhm. Aber gleichzeitig ist ein neuer Weltrekord über 9.200 Punkte von einem Amerikaner. Abartig. Also das ist schon mit dem Kaliber. Zum Sport komme ich nachher noch bei meinen Picks. Im Sportteil. Im Sportteil, ja genau. Sportteil. Und jetzt der Sport. Mit jetzt Ernst Huberti. Sport. Jetzt der Sport. Genau. Okay, dann machen wir weiter mit den Personalien, hätte ich gesagt. Ja. Wir haben noch notiert, der Markus Blickbaum. Ist wieder aufgetaucht, komplett in der Nähe. Habe ich ja echt gedacht. Dass der weiter wegwechseln würde. Ja, Gerüchte halber hieß es ja, er geht nicht mehr zu einem Distributor, sondern landet bei einem Hersteller oder geht zu einem Hersteller. Und wo landet er? Bei Sievert & Kau. Wahnsinn, oder? Quasi um die Ecke. Wahnsinn um die Ecke. Und da wünschen wir ihm viel Glück und ein gutes und glückliches Händchen auf alle Fälle. Guten Start. Und es ist natürlich schön, dass er der Branche da nicht verloren gegangen ist. Den kennt man ja nur auch, ne? Richtig. Wobei das ist, würde ich mal einschätzen, kein ganz unproblematischer Wechsel, denn Sievert & Kau und Becom sind ja beinahe Nachbarn. Ja. Und das Verhältnis Köln-Bergheim ist nicht immer unbedingt entspannt. Ja, okay. Um es mal so zu sagen. Ja. Um es mal so zu sagen. Jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, emotionslos dran gehen. Ob wir es hier drinne haben, weil dann könnte man gerade ergänzen, dass während der Markus Blückbaum noch nach Sievert & Kau wechselt, bei der Becom immer mehr API-Manager, ehemalige, eintreffen. Ja. Da haben schon wieder zwei angefangen. Richtig, ich glaube, diesmal im Produktmanagement. Also Wahnsinn. Ja. Das finde ich ja auch absolut erstaunlich. Wo wir da gerade oben in der Ecke sind, würde mich mal interessieren, habt ihr irgendetwas gehört, wie es bei Tarox aussieht? Nee. Ich traf neulich auf einer Veranstaltung hier in München. Mhm. Interessanterweise auf einer Veranstaltung der Boston. Das ist so ein Hybrid aus Distributor und Server- und Storage-Hersteller. Wer? Die Boston. Auf deren Veranstaltung traf ich Matthias Steinkamp von der Tarox. Ah, ja. mit zwei Kollegen aus der Technik. Mhm. Die hatten hier so ein Event, da haben die ein ganz interessantes, so einen ARM-basierten Server gezeigt. Die machen relativ viel im Serverbereich. Ja. Und das Produkt war wirklich sehr interessant, deswegen war der wahrscheinlich auch da. Der war auf der Veranstaltung in München extra, um sich das anzuschauen. Mhm. Was ich ganz spannend finde, weil die Boston und die Tarox machen ja sehr ähnliche Dinge, aber da
scheinen die auf jeden Fall enger miteinander zu sprechen. Und er war eigentlich recht guter Dinge. Tatsächlich. Der war eigentlich recht gut drauf und berichtete jedenfalls nichts massiv Negatives aus Dortmund. Also ich frage aus dem Grunde, weil ich habe wieder mal eine Zuschrift bekommen aus dem Dunstkreis von Tarox. Ich denke mal, es war ein Mitarbeiter. Er hat nicht gesagt, wie er heißt. Ich vermute das mal. Diese E-Mail spricht eine andere Sprache als das, was du gesagt hast. Ich habe daraufhin auch noch mal ein bisschen bei Kollegen nachgefragt und auch noch mal nachgelesen, was war los. Die hatten schon berichtet von einem schwierigen Jahresauftakt. Der April muss sehr, sehr schlecht gewesen sein. Auch der Mai war wohl nicht gut. Wir haben im letzten Jahr ja noch sehr gute Zahlen gezeigt. Jetzt eine kalte Dusche in diesem Jahr. Und da hat es wohl schon Entlassungen gegeben, nach meinen Informationen. Und es stehen auch noch weitere an, weil einfach die Geschäftszahlen völlig anders sind als geplant. So massiv schlecht sind? Scheint so. Also was du quer durch die Branche hörst, ist April grauenhaft, Mai ganz schlimm und dann sagen etliche, ja gut, jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Aber das hörst du ganz interessanterweise oft und jetzt, auch aus diesem Server, aus diesem Infrastrukturumfeld. Genau, jetzt gerade auch das B2B-Geschäft. Ja, absolut. Im letzten Jahr war es ja noch wirklich sehr, sehr gut, ganze Jahr über. Da hat ja das Konsumgeschäft stark geschwächelt. Jetzt scheint auch das B2B-Geschäft also da eine Pause einzulegen. Und das bekommen viele dann schon also durchaus zu spüren, die halt im letzten Jahr dann auch Personal angepasst haben an die gute Auftragslage und Geschäftslage. Und jetzt plötzlich stehen sie da im kurzen Hemdchen und wissen nicht. Also was du auch hörst, und das war schon eine ganz interessante Info Ende vergangenen Jahres, dass die Unternehmen versucht haben, mit Gewalt so viel Investitionen wie möglich ins letzte Geschäftsjahr zu nehmen, weil da ist es gut gelaufen, da hatte man das Geld. Und, die Kunden meinst du? Die Kunden, die Endkunden. Ja. Die Endkunden haben versucht, mit Gewalt das letzte Quartal noch wirklich rumsvoll zu machen und alles anzuschaffen, was geht. Und dann in der Umsetzung der Projekte natürlich in dieses Jahr gerutscht sind, aber da waren zumindest die Investitionen schon mal weg. Und in diesem Jahr sind dann viele mit Umsetzung beschäftigt. Und dann ist es ja auch so, dass nicht wirklich klar ist, ob die positive Stimmung, die wir im Moment generell in der Wirtschaft haben, anhält und wie sich dies wie sich's generell entwickelt. Und was die Lehre aus dem vergangenen Jahr war, meines Erachtens, ist, wir sind zurück in der Saisonalität, die ganz massiv Ende des Jahres einsetzt. Letztes Jahr war insgesamt ein relativ starkes Jahr, aber richtig stark wurde das gerade im Infrastrukturbereich, im B2B, im vierten Quartal. Ende drittes Quartal, dann das vierte Quartal, exorbitant. Ich habe neulich mit einem Infrastrukturanbieter gesprochen und die haben auch gesagt, im letzten Jahr, die Kunden wollten unbedingt noch machen. Und dann war die Frage, was machen wir denn? Und dann, ja klar, reinholen die Aufträge. Und dann bedenkt, dass dann das nächste Jahr schwierig wird. Okay, das ist ein Problem, das haben wir nächstes Jahr. Naja, und insofern ist die Situation nicht so verwunderlich. Die interessante Frage meines Erachtens ist, was passiert ab September? Naja, das ist richtig. Was passiert ab September? Naja, also ich habe da auch nichts Näheres gehört zu Tarox. Allerdings aus dem, nochmal da oben zu bleiben in diesem Dunstkreis, da ist ja noch ein Thema im Moment, wo wir aber mit unseren Recherchen jetzt auch nicht wirklich weiterkommen, das ist ja das Thema Umsatzsteuerkarussell. Haben ja die Kollegen aus Boeing drüber geschrieben gehabt, da ist ja im Moment auch einiges los. Ja. Da gab es ja auch eine Verhaftung aus dem Distributionsumfeld. Die Geschichten laufen ja schon wirklich eine Ecke länger, das ist seit 4 oder 5 Wochen und das betrifft also ganz deutlich das Umfeld COS Devil. Ja. Und da hört man auch wirklich seltsamste Aussagen. Also ich habe von einem Händler gehört, er hätte bestellt und dann wäre die Aussage am Telefon gewesen, ja, liefern können wir erstmal nicht, weil da wären ja Untersuchungen im Haus und wenn ich Sally wäre, würde ich den Leuten das nicht so auf die Nase binden. Um Gottes Willen. Und das muss wirklich wild sein und ich habe wirklich auch sehr, 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 sehr merkwürdige Geschichten gehört über falsch deklarierte Ware, die im Zoll hängen geblieben ist und. Das waren wirklich sehr krude Geschichten. Das waren Geschichten, die hast du in der Branche vor 15 Jahren gehört. Ja. Die hörst du nicht mehr. Eigentlich. Ich habe diese, also solche über Zoll und so, habe ich das letzte Mal gehört.
Aktion Goldfisch oder als, ja, als, als diese Geschichten liefen. Genau, so eine, mit Telekom war das. Und, oder die Handygeschichten, wo es um Mehrwertsteuerkarusselle genau, ging, wo aber das, das Geschäftsmodell trockengelegt worden ist, weil da mittlerweile die, die Steuer überhaupt nicht mehr anfällt. Also die wird weder erstattet noch das fällt gar nicht mehr an. Also da bin ich mal sehr gespannt, welche Ausmaße das noch annimmt. Ich meine, das Finanzamt wird dann halt eben und die Steuerbehörden wollen ihr Geld dann auch gerne mal zurückhaben. Ja, lass es mal irgendwie eine Forderung über einen zweistelligen Millionenbetrag sein, 20 ja, Millionen. Postmahlzeit. Und in der Regel hast du ja keinen Aufschub, sondern die musst du zahlen. Mhm. Ja, du kannst dagegen klagen und vielleicht kriegst du dann irgendwann ein paar Jahre später auch mal recht. Oder so. Und dann kriegst du die Kohle zurückerstattet, wenn es sich nicht mehr gibt. Ja. Du bist nur dann mit deiner Firma nicht mehr am Markt. Richtig. Das könnte passieren. Das passiert mal, ist auch vielen schon passiert. Ja. Also als diese letzten Aktionen waren, sind relativ viele Pleite gegangen. Ich frage mich ja, ob man da irgendwie so... War damals mit drin. Ich frage mich ja, ob man da also wirklich... Also der Verdacht lief gegen viele, der waren viele beteiligt. Gut, viele wussten es auch. Ich frage. Okay, frag mal. Hier, komm, Daniel, frag mal. Frag doch mal uns. Ob man in so ein Karussell, ja, ohne eigenes Zutun verwickelt werden kann. Ja, kann man. Also, dass man gar nicht selber irgendwie eine aktive Rolle übernimmt, sondern eines Tages wacht man morgens auf und stellt fest, oh Scheiße. Also es kommt, ich glaube, es kommt darauf an, was, wie du Mann definierst. Es gab einen Fall, das ist schon sehr lange her, das war Schmuggel aus der, Speichermodulschmuggel aus der Schweiz und dann geschmuggelte Module hier weiterverkauft. Da war involviert drin die Pyramid. Und zwar hatten die Pyramid damals eine Speichertochter, hieß P3. Und der Mensch, der für das Speichergeschäft verantwortlich war, der hat da Deals gemacht. Aha. Und die Geschäftsführung hat das nicht wirklich überrissen, okay, was der da macht. Mhm. Ich verstehe. Und irgendwann stand die Polizei auf dem Hof, hat alles beschlagnahmt und gesagt, Freunde, ihr seid hier die Geschäftsführer und du kommst jetzt mit. Konnte der gar nichts dafür. Mhm. Wie das als Unternehmen ist, also es muss wohl möglich sein, weil du weißt nicht, was deine Vorlieferanten tun. Und letztendlich ist es so, die Abgabe haftet so lange an der Ware, bis sie abgeführt ist. Das heißt, wenn du ein Stück ein Telefon kaufst oder ein Notebook oder sonst was, an dem noch Abgaben haften, die nicht abgeführt worden sind, und man kann das bis zu dir führen, dann bist du eigentlich derjenige, der die gegebenenfalls noch abführen muss. Also. Also das kann wohl schon gehen und es geht bis zum Endkunden. Es geht auch über verschiedene Stufen hinweg. Ah, ja. Auf der anderen Seite ist es halt sehr schwierig, wenn du was verkaufst, wenn du jemandem was verkaufst, was du gar nicht selber an Lager hast. Das heißt, ich biete dir was an, du verkaufst das an Christian und sagst dann zu mir, musst du mir gar nicht schicken, schickst dem Christian direkt. Und Christian ist aber der es mir vorher verkauft hat. Und dann geht es einmal über die Grenze und die Ware steht die ganze Zeit bei mir, ich schicke es überhaupt nirgendwo. Aber sind denn da nicht jeweils immer äußerst günstige Einkaufspreise, die Auffälligkeiten, also wo man sagt, da musste jetzt eigentlich hellhörig werden. Also wenn das sind genau Konditionen, die hier angeboten werden, die sind eigentlich nicht marktkonform also oder kennt man so eigentlich nicht im Markt. Also wenn es sehr billig ist, plus Mehrwertsteuer. Also mir wurde ja erzählt, oder minus Mehrwertsteuer, dann ist das schon auffällig. Die offensichtlich auch um Office-Pakete, so wurde uns erzählt. Ja, habe ich auch gehört, ja. Die dann plötzlich 20% unter den marktüblichen Preisen aufgeklatscht sind sozusagen. Ja. Und da muss, denke ich, jemand, der in dieser Branche tätig ist, der muss einfach sagen, Moment mal, da kann irgendwas nicht stimmen. Das stinkt einfach. Ja, zur Not lasse ich da einfach mal die Finger davon. Das ist schon auf der einen Seite richtig. Auf der anderen Seite ist natürlich so, dass gerade bei Software der Markt so transparent ist und dann auch in der Vergangenheit immer wieder Microsoft-Software, völlig korrekte Software, für einen Schweinepreis in Deutschland unterwegs war, die direkt von Microsoft Irland gekommen ist. Ja, aber dann frage ich nach. Und über einen Schritt, was willst du denn machen? Mir hat mal jemand gesagt, Hauptsache es gibt ein Dokument, auf dem ein Name steht. Das ist es eben. Das ist eben das Gefährliche daran, meiner Meinung nach. Ne? Und natürlich ist es das. Und das Problem ist, du hast Schwierigkeiten zu unterscheiden. Du hast Schwierigkeiten zu unterscheiden, weil du weißt nicht, woher es kommt. Wenn ich bei einer Devil ein Stück Software bestelle, der ist offizieller Microsoft-Distributor, gehe ich davon aus, dass es offizielle Ware ist. Wenn ich bei meinem Nachbarn ein Stück Software bestelle und der sagt mir, hey, ich kaufe das in einer offiziellen Distribution,
dann muss ich eigentlich davon ausgehen, dass das korrekte Ware ist. Oder würde ich davon ausgehen? Naja, ich kenne die Mechanismen jetzt auch nicht so genau. Für mich wäre das halt nur einer der Parameter, an denen ich festmachen würde, sind Einkaufskonditionen oder Einkaufspreise, die einfach deutlich unter dem liegen, wie man sie ansonsten im Markt einkaufen kann. Ja, das stimmt schon, das sollte hellhörig machen, aber du kannst es halt nicht ausschließen. Du hast in Deutschland noch immer oder du hast in Europa noch immer einen Graumarkt. Das heißt, wenn irgendein OEM zu viel gekauft ist, dann schiebt der weit unter Kondition in den Markt. Hauptsache, die Ware ist weg. Das würde ja bedeuten, dass man sich nicht davor schützen kann. Als ich glaube, man kann sich prinzipiell sehr schlecht davor schützen. Ich glaube, du bist... Oder der Hersteller wird sagen, kaufen Sie nur aus vertrauenswürdigen Quellen. Ja, aber du weißt ja auch nicht, wo die zu kaufen. Ja, und in der Vergangenheit war es so, dass kaum ein Microsoft-Distributor wirklich ausschließlich bei Microsoft gekauft hat. Wenn irgendwo ein Posten angeboten ist, dann ist selten einer, der sagt, komm, das lehne ich hier rundweg ab, bleib mir weg, ich bin hier offizieller Distributor. Und weil die dann auch hergehen und sagen, okay, einmal ist es günstig und wenn es ich nehme, dann habe ich das und dann versaut das nicht den Rest vom Markt. Also das ist äußerst schwierig. Ich glaube, es ist nicht mehr so wild, wie es in der Vergangenheit war. Deswegen wundert mich das auch, dass die Geschichte jetzt so massiv wiederkommt. Es ist nicht so wild, wie es in der Vergangenheit war. Bei Handys gibt es den Mechanismus überhaupt nicht mehr, gesetzlich geregelt. Und da war ich schon von den Socken. Ich wusste auch nicht, dass Zoll noch so eine Rolle spielt. Ja, weil es würde mich auch mal interessieren, ob das jetzt wirklich nur so ein Einzelfall ist oder ob das jetzt ein Fall ist, der mal wieder hochgekommen ist. Und im Hintergrund passieren läuft ganz viele. Läuft das eigentlich die ganze Zeit so? Ja, ist eigentlich, das wissen wir jetzt nicht. Und es gibt ja die Mechanismen, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt noch gibt. Gerade mit dem Osten hast du das Ding, dass anscheinend Zollabgaben auf vollständige Systeme gibt. Also da musst du dann Zoll zahlen, relativ viel, aber auf Teile nicht. Und jetzt gehst du her und sagst, okay, habe 27.000 Notebooks, die schippe ich nach Deutschland, was nagel ich drauf, wenn ich sage, es sind Ersatzteile. Mhm. Wurde ja früher gern gemacht. Und das geht anscheinend immer noch. Mhm. Ist mir gerade neulich ein Fall zugetragen worden. Mhm. Habe ich gedacht, ich höre nicht richtig. Mhm. Ist schon erstaunlich, ja. Hätte ich überhaupt nicht. Also interessanterweise für den aktuellen Fall ist ja zuständig die Staatsanwaltschaft in Augsburg. Ja. Interessant. Das muss ja auch irgendeinen Grund haben, warum die Augsburger dafür zuständig sind. Ja, das ist natürlich sehr interessant, warum das so ist. Den Grund? Nein, ich kenne den Grund nicht. Ach so. Also wir haben aber Kontakt zur Staatsanwaltschaft und sind da im Moment gerade auch am Recherchieren und versuchen da ein paar Informationen mehr ranzukriegen. Das Problem ist bei diesen Staatsanwaltschaften, die sagen dir nichts von sich aus. Nee, du musst die richtigen Fragen stellen. Und dann hoffen, dass er sagt, ja, genau. Ja. So, der Kollege Weiler hat also eine Liste mit 30 Fragen und arbeitet die im Prinzip ab, nennt diese Firma, jene Firma, die Firma, die Firma, die Firma, ja. Und er sagt halt nur nein, 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 ja, nein, 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 ja. Ne? So, und das ist natürlich ein bisschen mühsam. Mhm. Aber ich denke, dass wir da in absehbarer Zeit doch ein bisschen was dazu liefern kann. Und wenn hier einer von den Hörern noch Informationen für uns hat, nehmen wir die natürlich auch gerne entgegen, um da mal ein bisschen drüber sprechen zu können. Ne? Ja, aber also mich hat das wirklich verblüfft, wie nach der langen Zeit, die jetzt Ruhe war, diese Themen alle wieder hochkochen. Wahnsinn. Wenn es immer noch funktioniert, wenn es keinen wirksamen Schutz dafür gibt, wie du sagst, also ich jetzt, ist ja auch nicht ich verwunderlich. Echt ne? nicht gedacht, aber das ist anscheinend immer noch so. Die blanke Gier kommt dann halt irgendwann und sagt einer, da kann ich ein Riesengeschäft damit machen, ein Riesenreibach damit machen. Na gut, machen wir noch drei Personalien. Die können wir relativ schnell machen. Zum einen der Stefan Tiefenthal, den viele sicherlich noch von LG kennen. Der war dort lange Jahre im Management tätig. Ist er damals im Zuge der ganzen Abwanderung bei LG auch rausgegangen. Nein, ja. der ist vorher schon raus, allerdings aus privaten Gründen heraus. Der wird Country Manager ist eigentlich schon in Amt und Würden. Bei AOC, MMD-Philips, dieses Konglomerat, und ist dort eben als Country Manager beschäftigt. Die nächste Meldung, die wir haben, ist, dass bei VMware es einen Wechsel gab an der Spitze. Der ehemalige Chef Paul Maritz ist die Karriereleiter hochgefallen, könnte man jetzt was sagen, oder? Stimmt das? Also er ist nach wie vor in dem Unternehmen
und macht da jetzt irgendwie so mit Strategie, meine ich gelesen zu haben. Das weiß ich nicht. Das müsste ich jetzt gerade nochmal nachschauen. Mhm. Nachfolger ist jedenfalls Pat Gelsinger, spricht man ihn dann wahrscheinlich auch richtig aus. Moritz wird auch Chefstratege jetzt bei VM, bei EMC. Wer wird Stratege? Der Andreas weiß der, es wieder. Ich habe das, der, hab der, das Paul vorhin. Maritz, ja? Der Maritz geht zu EMC. Der geht zu EMC. Der geht zu EMC als, Moment, ich schaue gerade. Ich habe es nämlich eben irgendwo, Chief Strategist bei EMC. Ja, das Strategie hatte ich eben auch noch irgendwie drin. Genau, also man tauscht die Zuständigen. Mhm. Genau. Die EMC feinden immer HP an und wollen eigentlich eine neue HP werden. Und dann habe ich mal irgendwo gehört, eigentlich machen die das nur, um den Laden dann irgendwann sehr gewinnbringend an HP zu verkaufen. Und das hat wohl noch nie geklappt. Schauen. Aber interessant, aber das möchte ich jetzt, also das ist wirklich Rumor von vor langer Zeit. Von vor einiger Zeit, aber es ist schon wirklich interessant. Ja. Was macht denn der Tucci eigentlich? Ist der im Ruhestand? Das weiß ich nicht. Oh nee. Hat sich von seinen Ruhestandsplänen verabschiedet, sehe ich gerade, und kündigt an, mindestens bis Ende 2013 auf seinem Posten zu bleiben. Naja, das ist jetzt auch nicht mehr so lang. Noch ein Jährchen länger. Ja, so ganz jung ist er nicht. Mhm. Vielleicht ist das Häuschen noch nicht abbezahlt. Hey. Da muss er noch ein Jahr dran. Ja. Also was ich mal tun werde, ja? Man hat ja in den Geschäftsberichten, steht da immer, wo die Leute wohnen. Also wo der, zum Beispiel der CEO von EMC, wo der wohnt. Das steht ja im Geschäftsbericht irgendwo drin. Ja, steht das? Mhm. Privatadresse, ja. Also bei einigen steht, manche stehen die Privatadressen drin und ich glaube, ich werde das mal systematisch verfolgen. Machst du mal eine schöne Google Map? Auf Google Street View werde ich mir das alles mal anschauen. Das ist interessant. Und da machen wir eine Landkarte. Machen wir mal so eine CEO-Landkarte der IT-Branche. Das ist eine gute Idee. Das machen wir mal. Ja, ja. Das ist gut. Weil ich habe mir neulich mal angeschaut, wo der, der Ingram, der ehemalige Ingram-Chef. Spirkel. Der Greg Spirkel, genau. Ja. Wo der wohnt. Ja, der hat ein schönes Häuschen da. Nette Umgebung. Wirklich gibt es gar nichts zu nörgeln mit Pool. Also, mir wäre das Grundstück, also ich fand das Haus in Relation zum Grundstück ein bisschen groß, aber es wird. Ja, aber es muss nicht so viel Rasen. Wird auch. Muss ja so sehen. Nee, genau. Das stimmt. Da hat er nicht so viel Aber Zeit so in dafür. Der Umgebung kann man es wohl aushalten. Ja. So, dann noch eine letzte Personalie in dem Block. Wir hatten uns ja damals gefragt, warum der Comstar-Chef Joachim Braune hinwirft sozusagen oder das Unternehmen verlässt. So mehr oder minder Hals über Kopf, also hat auch überhaupt keiner damit gerechnet. Jetzt kennen wir den Grund dafür. Der Joachim Braune ist der neue Aslan-Chef. Ja. Und ist jetzt hier in München. Da war ich auch einigermaßen von den Socken. Hat, glaube ich, doch einige warum? Überrascht. Ja. Warum? Ich hätte es nicht gedacht. Ja, warum? Ich hätte es nicht gedacht. Sie haben den, der neue Aslan-Chef ist, also den Aslan-Chef vorher, der war ja gar nicht so bekannt in der Branche. Und der Joachim Braune ist jemand, der schon sehr, sehr bekannt und sehr exponiert ist, über die Comstar eine Sichtbarkeit hat. Also ist schon jemand wirklich mit Format. Das ist so, die Nachfolgeregelung vorher war so eine halbscharige und das ist jetzt aber richtig mal ein Pfund. Und wenn der tatsächlich aufgrund des Aslan-Angebots bei Comstar ausgeschieden ist, nach der langen Zeit und von einem sehr guten Job, das ist schon, das fand ich echt erstaunlich. Mhm. Also da war ich doch wirklich von den Socken. Ja, aber dem traut man schon einiges zu im VAD-Bereich. Ne? Der ist da schon kompetent, also der ist unheimlich lange Erfahrung. Ja, der Erfahrung ist überaus kompetent. Und kennt das sich tut der Aslan sicherlich nicht schlecht. Ich wollte sagen, jemand, sehr gut aus. Also, das, ist schon das zeigt natürlich auch, gut. Wie wichtig Aslan für eine Tech-Data ist. Ja. Dass absolut. Die da halt wirklich einen guten Mann da draufsetzen auf die Position. Ja. Und das halte ich auch für eine richtige Entscheidung. Und der Braun ist, also die Comstar ist ja sehr Cisco-lastig. Da ist ja Cisco einer der wichtigsten Hersteller. Und gerade auf dieser Position Cisco hat es ja bei Aslan doch dann ein bisschen Wechsel gegeben. Der Andreas Bichelmeier. Der zurück zu Ingram gegangen ist, der wurde ja ursprünglich mal als Cisco-Chef bei der Aslan eingestellt. Mhm. Und also das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiges Signal. Mhm. Zweifelsohne, ja.
Dann kommen wir zum Bereich Distribution. Dort hatten sich in der Zwischenzeit auch ein paar interessante Dinge ereignet. Sag mal, wir haben so lange keinen Channelcast mehr gehabt. Das ist ja erschütternd. Das dürfen wir, das nie wieder so lange Pause wirklich machen. Schon 6 Wochen mindestens her. Oder so. Oh, das würde ich aber auch sagen. Wir haben jetzt auch nur mehr oder minder aktuelle Sachen halt auch aufgeschrieben. Es ist doch aber so viel auch passiert. Also ja, das ist ja schon, das ist ja echt schon der nächste Hammer. Punkt, der ist ja auch schon eine ganze Weile her. Ne? Avnet Magirus? Ja, Avnet Magirus ist, das war noch in meinem Urlaub, zu Beginn meines Urlaubs oder sowas. Urlaub? Was ist das denn? Urlaub. Keine Ahnung, kenne ich auch nicht. Ich dachte, du bist selbstständig. Total. Ich hab's doch keinen Urlaub. Total. Ja, Avnet Magirus, würde ich gerne ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Das fand ich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich bin nach wie vor auf meine Headline stolz, mit der ich diesen beabsichtigten Kauf, der ist ja noch nicht vollzogen, überschrieben habe. Ich habe geschrieben, Avnet Magirus, if you can't beat him, eat him. Und das bringt, ihr kennt ja, ne? Dieses ist ja abgewandelt, ne? Yes. If you can't beat him, join him. Und so das bringt also meine Bewertung dieses Vorgangs eigentlich so ein bisschen auf den Punkt. Meinst du wirklich, dass es um Beat gegangen hat? Glaube ich nicht, aber darüber werden wir dann gleich noch drüber sprechen. Wann gleich? Nachdem du deine Theorie mal ausgerollt hast. Naja, eigentlich ist damit ja schon alles gesagt. Also für mich geht es darum, dass Avnet damit einen Konkurrenten einfach vom Markt genommen hat. Aber konkurrieren sie wirklich so doll? Doch. Nein. Nicht? Nee. Also ich weiß es. Die konkurrieren also, nicht? Also ich, die ergänzen sich. Also ich weiß nicht, könnte ich mir schon vorstellen. Und Avnet, also meine These wäre, nachdem Avnet das meiste von Magirus schon gekauft hat, haben wir zum Rest auch noch gekauft. Naja gut, also 350 Millionen oder was sie, ne 240 Millionen, was jetzt Magirus macht, ist kein Kleckerbetrag. Ne? Also nee, das ist schon richtig, aber die sie hatten damals die Hardware-Sparte im Wert von 500 Millionen Umsatz. Die Hardware-Sparte war doch das, was wirklich viel gemacht hat, was das meiste gemacht hat. 500 Millionen. Und die Neuausrichtung der Magirus ist ja auch nicht durch die Bank ganz glücklich gelaufen, muss man sagen. Die hatten danach erstmal Schwierigkeiten, das ist richtig, und mussten, hä? Du guckst so komisch. Nein, ich höre, ich bin gespannt. Ja, die haben natürlich dann 2 Jahre danach haben die erstmal wieder sich berappeln müssen. Die haben Verluste geschrieben und das letzte Jahr haben sie aber den Turnaround wieder hingekriegt, haben wieder schwarze Zahlen ausgewiesen, haben ein Wachstum dargestellt und stehen jetzt am Markt wieder ganz gut da, die Magirus. Ja. Also es hatte mir vor... Ich hatte eine Diskussion mit einem Systemhaus vor. Oh, das muss ich gleich mal hier in Christians Richtung schauen. Ich hatte eine Diskussion mit dem Systemhaus über die Magirus. Und das Systemhaus, das ist auch ein Kunde von Magirus, der die recht gut kennt. Mhm. Und er hat gesagt: Also, richtig wäre ihm die Marktbedeutung und die Lebensberechtigung von der Magirus nicht klar. Zumindest nicht unbedingt in Deutschland. Also, die Kollegin Böckle hat mit Christian Magirus gesprochen zu dem Thema und den einfach mal gefragt, was sind denn eigentlich... Der sieht das natürlich total anders. Was sind denn die Gründe? Ich finde, er hat aber eine sehr gute Erklärung geliefert. Ja, okay, habe ich nicht gelesen. Erzähl mal. Und der Christian Magirus hat gesagt, sie sind im Prinzip ein Distributionsunternehmen, das familiengeführt ist. Also es steckt ja die Familie Kuhnheim dahinter, es steckt die Familie Magirus mit drin und dann noch ein Investor aus Abu Dhabi, Dubai, genau, Dubai. Der Al-Ghanim heißt er, der hat auch 30%. Und für die standen einfach vor der Frage, wie geht es mit der Magirus weiter? Ja. Und die haben einfach für sich erkannt, dass die Hersteller immer mehr versuchen, den Distributionskanal zu konsolidieren, beziehungsweise die Zahl der Distributoren, mit denen sie zusammenarbeiten, konsolidieren. Und man eigentlich verstärkt dazu übergeht, gerade von Seiten der großen Hersteller, Distributoren zu nehmen, die mindestens paneuropäisch, im besten Falle global agieren. Mhm. So, und da ist die Magirus an einem Punkt, wo sie gesagt hat, wenn wir da hin wollen, müssen wir noch mal ganz ordentlich investieren. Ja, das ist und zwar richtig ordentlich. So, und ja, da sagt er halt, das ist in so einer Konstellation als Distributor, wie es wir sind, nicht so einfach zu machen. Also da stößt man schon an die Grenzen, weil das halt alles zum Großteil privat gehalten wird und das ist dann alles wirklich nicht so einfach, diese Investitionen auch zu bekommen, also auch das alles finanziell zu stemmen. Ja. Und man hat sich dann eben in Absprache mit allen darauf verständigt, dass er gesagt hat, es sei besser, die Magirus bei einem Distributor unterschlupfen zu lassen sozusagen, wie eine Avnet,
um das eben zu gewährleisten, dass es dort auch weitergeht. Ja, also diese Motivation von Seiten Magirus kann ich absolut nachvollziehen, hatte ich damals in meinem Kommentar auch ähnlich beschrieben. Mhm. Aber der Wille oder die Absicht, sich kaufen zu lassen, bedeutet ja noch lange nicht, dass du jemanden hast, der dich dann auch kauft. Also ja, das sind natürlich. Ja zwei, der muss ja auch seine eigene Motivation haben, dich zu übernehmen. Ja, ja. Und also die Kollegin sagt jedenfalls, da habe ich noch nicht gehört. Dass das Produktportfolio oder das, was sie dort an Bord haben, eine sehr, sehr gute Ergänzung ist für die AFNET. Also die sind, gibt ganz wenig Überschneidungen. Ja, sie profitieren insbesondere davon, dass Magirus einige sehr interessante Distributionsverträge hat, die eine AFNET nicht hat, die man da jetzt eben mit einbringen kann. Und von daher, also der Christian Magirus hat gesagt, das war genau der richtige Zeitpunkt jetzt, also jetzt zu machen. Und die AFNET kauft doch schon seit Jahren auch kleinere Spezialdistributoren ein. Da gibt es eine ganze Menge Beispiele. Ja. Und in dem Zusammenhang, und das ist vielleicht ganz, ganz interessant, hat er eben auch noch gesagt, er sieht das auch für einige andere Distributoren noch glaube ich auch. Anstehen. Und er sagt, da wird es auch noch weitere Übernahmen Konsolidierung geben. Konsolidierung wird weitergehen, ganz massiv. Solche Unternehmen wie er, die also wo ein starker familiärer Charakter dahinter ist oder eine Privatperson letztlich auch irgendwo dahinter steht, die kommen einfach an ihre Grenzen. Mhm. Er sagt, es wird sehr wohl Spezialisten weitergeben. Nehmen wir eine ADN beispielsweise. Mhm. Ja. Da ist ja auch der Hermann Ramacher ist sehr stark drin involviert. Der ist spezialisiert, der ist ganz starker Citrix-Partner. Der wird da sicherlich weiter auch gute Geschäfte haben. Aber wenn du auf europäischer oder global kannst du da einfach keine Dinge reißen. Und da sagt er, da gibt es noch, er hat etliche Unternehmen jetzt genannt, ich führe sie jetzt hier nicht auf, aber etliche Distributionsunternehmen, ich habe es jetzt auch nicht mehr im Kopf. Noch können wir uns ja können wir uns ja selber auch überlegen. Aber ich würde das unterschreiben, das ist so. Und sagt halt, da wird noch einiges passieren in nächster Zeit. Interessant in dem Zusammenhang fand ich hatte da mit ein paar Leuten telefoniert und einer hatte mir gesagt, dass er nicht so sehr überrascht war, dass Magirus gekauft wurde, sondern dass sie von AFNET gekauft wurden. Er hätte nämlich ein ganz anderes Unternehmen auf seiner Käuferliste. Actebis. Also Actebis. Um die Value-Add-Linie zu stärken. Ja. Genau. Um die Value-Add-Linie zu stärken und wegen der beiden Verträge. Hm. Und wegen der beiden Verträge, wegen VMware und EMC. Ja, und VMware ist ein Vertrag, den der also Actebis absolut fehlt. Aber wenn Dröge natürlich sagt, ich will nach einem Jahr eh wieder rausgehen oder in einem Jahr wieder rausgehen, also in dem Zusammenhang, wenn man es vielleicht sieht, sagt man nein. Aber haben sie ja auch nicht. Ja, auf der anderen Seite kauft also Actebis auch zu. Die haben gerade in der Schweiz ein MPS-Haus gekauft, das war auch so vor 3 oder 4 Wochen oder vielleicht mag es vor 5 Wochen gewesen sein. Also ein MPS-System aus, die verstärken sich schon weiter. Also so abwegig ist das gar nicht. Mhm. Und ob der Dröge so schnell da rauskommt, ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass man eine also Actebis, wie auch immer die dann aufgestellt ist, innerhalb der nächsten 1,5 Jahre oder sowas loszubringen oder irgendwie weiterzuverkaufen, ich halte das für unrealistisch. Also wenn dann wird das... Ich halte das nicht wirklich für realistisch. Ich halte es nicht. Wer soll das kaufen? Ja, war ja in der Vergangenheit schon. Außer einer von den beiden ganz Großen. Ja. Wenn, dann wird es eine Elefantenhochzeit. Aber da müsste man sich dann jetzt diesen ganzen Akt nicht antun. Doch. Würde ich mal sagen. Ja, was heißt den ganzen Akt? Ja gut. Das, ich glaube, das würde auch anders funktionieren. Da müssten wir halt hingehen und sagen, pass mal auf, Freunde, Zock und Pock. Zock und Pock. Und dann würden die sich schon anstrengen, dass das klappt. Aber das, also ich sehe das nicht. Also nee, ich sehe das auch nicht. Wenn es zu einer Elefantenhochzeit kommt, dann wäre es nach meinem Dafürhalten, würde man dann die also Actebis vermutlich filetieren. Also man würde die Teile, die tatsächlich interessant sind, so aus dem Servicegeschäft, Kunden natürlich, Lagerstätten unter Umständen, was weiß ich, sowas würde man wahrscheinlich rausziehen. Du meinst, aber dann würde sowas Ähnliches passieren, wie damals bei C2000 passiert ist und Makrotron zuerst kauft der eine den anderen, dann tauschen sie die Beteiligung so, und wir finden, wann kommt was total... Völlig irre. Das war ja das komplett wirr. Das war ja total schräg. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich halte so einen Weiterverkauf von einem Unternehmen dieser Größenordnung in einem Markt, der so aussieht, wie er im Moment aussieht, für hochgradig problematisch. Ja, also wie gesagt, die Exit-Strategie bei Dröge kennen wir nicht.
Also ja, Sie selber haben ja gesagt, Sie sind an einem langfristigen Engagement. Und Dröge verkauft nicht alles, nicht alles schnell weiter. Nee, nee, das machen sie nicht. Also so, die sind nicht Leute, die irgendwo reingehen und ganz schnell Kasse machen, um jeden Preis. Aber ich denke auch, dass man bei Dröge sehr wohl eine bestimmte Erwartung an die Rendite hat. Ja, natürlich. Und ich glaube, ganz deutlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man bei Dröge sich dessen so wirklich bewusst war, wie dieser Distributionsmarkt funktioniert und was da für Margen sind, die man erzielen kann und für Renditen sind. Und die sind jetzt verglichen mit den Engagements, wo der sonst drin ist, also der ist ja viel in der Pharmaindustrie und Pharmaunternehmen beispielsweise als Investor tätig. Ich glaube, die sind dann, ist da eine ganz andere Hausnummer. Ja, so, aber ich denke schon, dass die sich ihre Beteiligung sehr genau anschauen. Ja, Aktivis war einfach ein Schnäppchen, was da das Ding ist. Und das war ja aus der Not heraus, die anderen mussten das ja, die Arkes, der hätte das ja das Kreuz gebrochen. Ja, das war Aktivis günstig zu haben. Das musste irgendwie weiter. Das ist wirklich schwierig zu sagen. Also da haben wir einfach. Wobei ich über die Übernahme wirklich überrascht war damals. Ja, hat viele überrascht, natürlich. Das ist schon wahr. Ich meine, die Absicht kann auch sein, dass man sagt, man hat das Unternehmen im Prinzip günstig bekommen, ja, und kann es jetzt vielleicht ein Stück weit teurer verkaufen und macht dadurch seinen Schnitt. Und eins ist ja klar, Profitabilität steht ja in jeder Äußerung, in jeder Pressemitteilung, steht ja überall immer drin. Ja, das ist und auf der anderen Seite aber, wenn du dir anschaust, wie die Distribution arbeitet, ist das ein absolut wesentlicher Punkt. Mhm. Das ist ein absolut wesentlicher Punkt. Mhm. Weil die Profitabilität der Situation der Distribution ist, das ist doch in keinster Weise irgendwie befriedigend für jemanden, der da investiert. Nein, natürlich. Ich meine, hallo, deswegen leg doch ein Sparbuch an. Ja, natürlich. Ich meine, deswegen hast du ja diese Investitionen und in diesen Servicebereich und versuchst jetzt gerade in diesem Value-Add-Bereich Dinge aufzuziehen, ja, weil du halt schon versuchst, da bessere Margen zu fahren. Also das ist ja nicht weiter verwunderlich. Das stimmt. Ach, da haben wir ja die Karussellgeschäfte aufgeschrieben. Ja, die hatte ich nochmal aufgeschrieben. Ah, okay. Haben wir jetzt hier ein bisschen vorgezogen. Nee, macht ja gar nichts. Okay. Besprochen ist besprochen. Vielleicht noch ganz was Interessantes, was ein Kollege aus der Redaktion, der Ronald Wilczek, mitgebracht hat aus London. Der war dort eingeladen bei Aero ECS. Die haben dort vorgestellt, wie Sie sich das Thema Cloud-Aggregation vorstellen. Cloud-Aggregation ist ja so ein Wort, was eigentlich aus der Distribution kommt. Ja? Immer wenn man die Distributoren fragt, was ist eigentlich euer Job noch in diesem ganzen Cloud-Computing, sagen die immer, ja, wir machen zwei Dinge. Wir machen Market-Enabling und wir machen Aggregation. Mhm. Dann denkst du immer, aha, okay, gut. Und wo sieht man das so bei euch? Da siehst du eigentlich nichts. Also alle reden nur darüber. Und die Aero ECS, die hat in London jetzt ihre Idee, nicht nur ihre Umsetzung, ihre konkrete Umsetzung vorgestellt zu dem Thema. Die haben ein Portal geschaffen, das white gebrandet ist und den Kunden von der Aero ECS zur Verfügung steht, also den Händlern und Systemhäusern vor allen Dingen, die einsetzen können. Und das ist ein Portal, das du als Systemhaus deinen Kunden anbieten kannst, wo die sich Cloud-Computing-Dienste einfach klicken können. Die Aero ECS übernimmt das komplette Billing, die komplette Abwicklung, die komplette Technik, alles, was dahinter steckt. Und mein Kollege war sehr beeindruckt von dem, was er da gesehen hat. Mhm. Da kannst du dir also von der Antivirenlösung über Office, über IBM-Produkte, das ist alles in einem Portal drin. Alles sagt, schaut super aus, ganz toll gemacht. Die haben sich da nach eigenem Bekunden 1,5 Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt und das gebaut. Und das ist der erste bekannte große Distributor, der das jetzt an den Start gebracht hat. Wer also die Möglichkeit hat, im Handel oder im Systemhausbereich das mal anzuschauen, sollte das mal tun. Als White-Label-Lösung. Mhm. Ja gut, weil einige Distributoren haben ja sowas schon. Halt meistens aber in halt die Shops nur integriert, punktuell, ja. Und aber nicht als White-Label-Lösung, was man dann genau, was man dann so weiter anbieten genau, kann. Genau, ist meistens dann eben Hersteller gebrandet und hier haben sie das wirklich richtig ordentlich hinbekommen. Also sehr, sehr positives Beispiel. Da muss ich mal reinschauen, das wäre eine ganz interessante Geschichte. Bevor du weiterklickst auf irgendwie die nächste Rubrik, Christian, ich glaube, das wolltest du jetzt gerade tun. Wollte ich nämlich gerade gerne noch zu einem Thema etwas sagen, was der Andreas gerade in so einem Nebensatz angesprochen hatte, nämlich dass Aktivis ja in Schweiz eine MPS-Firma gekauft hat. Zum Thema MPS wollte ich nochmal gerne einen Hinweis geben, so sollte ich es vielleicht sagen, und zum Druckermarkt insgesamt.
Und zwar kennt ihr diese, diese Druckerstudie von DocuLife in, ja, on Brother. Jendro. Von Oliver Jendro. Mhm. Also die ist jetzt wieder neu rausgekommen worden mit, finde ich, sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen? Ja, doch, durch das, ich sag's einfach, interessanten Ergebnissen, mhm, weil die nochmal so ein bisschen die Verhältnisse zurechtrücken. Mhm. Weil es auch im Bereich MPS, es wird über MPS eine Menge gesprochen und manchmal hat man den Eindruck, es gibt alles immer nur noch MPS. Ach. Und so weiter und so fort. Ja. Und hier wird halt dann nochmal aufgezeigt, durch eben eine sehr umfassende Studie, dass die Wirklichkeit in den deutschen Unternehmen davon noch ganz, ganz, ganz weit entfernt ist. Wundert, ne? Also mich, wundert mich gar nicht. Und ich habe jetzt nicht mal den Link hier reingestellt. Wir werden das Link, ja dann anhören. Der Link ist, das wird mich sehr interessieren. Das ist direkt auf die Studie, auf der Brasa-Homepage gibt es auch eine Pressemitteilung dazu. Ich habe jetzt meine Unterlagen blöderweise zu Hause auf dem Schreibtisch liegen lassen. Ich hatte mir da noch ein paar Sachen markiert, die ich hier sagen wollte. Die habe ich aber jetzt nicht mehr so präsent. Wo ist der Link? Der Link ist Google Doc rein? Ich habe das in unserem Themenplan stehen, Christian. Unter Distribution? Ja, und zwar unter also Actebis kauft Schweizer MPS. Ah, Druckergeschäft, ja, 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 MPS, ja, okay, ist noch nicht beim Kunden angekommen. Okay, ja, da ist der, da ist dann der Link. Mhm. Und das ist wirklich nochmal eine ganz interessante Lektüre, ja, ja, für, ja, alle, ja, ja, alle Händler und Systemhäuser, die was mit dem Thema Drucken zu tun haben. Ja. Also das auch ein bisschen zeigt, dass man sich da nicht immer sofort so verrückt machen muss, lassen muss, wenn da wieder so Schlagwörter, ja, durch die Gegend posaunt werden und gejatzt, ein Thema hochgejatzt wird. Gut, das ist ein Blick zurück, klar. Es wird halt eben dokumentiert, wie die jetzige Situation bei den Unternehmen ist, sowohl kleinen Unternehmen als auch großen Unternehmen. Nicht, wie es morgen sein wird, ist klar. Trotzdem finde ich, ist eine interessante und relevante Information. Damian, du erinnerst dich an das Systemhaus, mit dem wir gesprochen hatten, im letzten Herbst, Winter, auf unserem Roundtable, der gesagt hat, er kann das Thema MPS nicht in seiner wahren Wirtschaft abbilden. Richtig, ja. Er wird das Thema nicht aufgreifen. Er hat ein Partnerunternehmen, mit dem er zusammenarbeitet, wenn Kunden anfragen. Also das ist nicht ganz trivial. Das ist und ich glaube, trivial. Ich glaube, was total Interessantes ist, was die, was der Heino Deubner inzwischen bei einer Actebis geschafft hat, dass die MPS-Dienstleistungen tatsächlich mit einer Artikelnummer versehen in der Distribution, in der Broadline zu haben sind. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Schritt, damit das Ding überhaupt ins Laufen kommen kann. Also die, also es, Prozesse überhaupt abbilden. Genau, also, abbildet, es, also zum Beispiel kannst du hergehen und sagen, es gibt eine Dienstleistung, die heißt Druckerumzug. Die hat eine Artikelbeschreibung, die hat eine Artikelnummer, die hat einen Preis. Die kannst du bei Actebis im Shop anklicken und damit bestellen und dann passiert da was. Mhm. Und dann passiert was, die Bestellung schlägt dann irgendwie bei denen in der MPS-Truppe auf. Da gibt es einen Projektmanager, der kümmert sich dann darum, sagt, hallo, hier bin ich, du hast mich gekauft. Von wo nach wo geht's denn? Wann geht's denn los? Wann sollen wir starten? Ja. Du musst diese Dienstleistungen, die ja komplex sind, verkaufbar machen und du musst wirklich dahinter schreiben, worin bestehen die? Es gibt solche Dienstleistungen von Herstellern auch zu kaufen, mhm, und die funktionieren mehr oder weniger gut und die werden oft nicht gekauft, weil die Händler das nicht wissen und weil auch die Verkäufer in der Distribution es nicht unbedingt anbieten. Und wenn du hergehen kannst und kannst sagen, da gibt es eine Artikelnummer. Wenn der Kunde fragt, dann hier ist sie. Mhm. Und man einem Händler auch sagen kann, ist gar nicht komplexiert, das ist die Artikelnummer. Mhm. Mach und der Rest läuft dann und es läuft wirklich. Das ist so ein erster Schritt, der total wesentlich ist. Vorher wird das nicht in die Gänge kommen. Und das ist bei Cloud meines Erachtens auch so. Bevor du dazu Cloud... Also nee, will ich gar nicht zurückspringen, aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Schritt, weshalb der Markt noch so unangetastet, ja, ist, wie der ist. Der andere wesentliche Schritt ist, gelingt es dem Anbieter, sei es Hersteller, Distributor und vor allen Dingen dann Händler, Systemhaus, sein Produktversprechen beim Kunden einzulösen. Ganz wesentlich. Wenn ich, ja, zum natürlich, Kunden gehe mit einem Versprechen, mit MPS, kannst du bis zu 30% deiner Kosten reduzieren. Ja? Dann hat er eine Erwartungshaltung, dass ihm das auch dann gelingt. Mhm. Gelingt ihm das? Das ist die Frage. Ja, und kann nichts heute transparent in der machen. Regel gelingt es ihm nicht. Und das zeigt jetzt auch diese Druckerstudie ganz interessant auf und analysiert auch ein bisschen die Gründe, woran das liegt. Zum Teil sind da ganz, ganz banale Geschichten. Also, dass man
die Kosten oder die Kostenreduktion, die gehen immer auf, die gehen in erster Linie auf Infrastruktur, kritisiert der Oliver Jendro als wirklicher Experte auf diesem Gebiet. Mhm. Was überhaupt nicht oder nur ganz am Rande thematisiert wird, ist das Druckverhalten der Mitarbeiter. Ja, klar. Das ist immer noch genauso. Ja. Ne? Und das, wenn sich das nicht ändert, das ist ein total wesentlicher Punkt. Ja, wenn sich das nicht ändert, dann ändern sich halt eben auch die Druckkosten nicht in dem Maße, wie das von den Anbietern versprochen wird. Und dann fragt er, dann ist natürlich eine Enttäuschung auf der Seite des Anwenders, des Kunden da. Und er sagt, wollt ihr mich eigentlich hier auf den Arm nehmen oder was? Und was ja in den Unternehmen immer wieder passiert, ist auch interessant, auf Mitarbeiterebene. Und das kenne ich auch aus den Läden, in denen ich bisher gearbeitet habe, ist, es wird dann irgendwo ein Abteilungsdrucker installiert und irgendeinem ist der dann zu langsam, nicht bunt genug, zu weit weg, irgendwas. Und dann steht aber sofort am Arbeitsplatz wieder ein Drucker, weil ein Drucker so billig ist, dass irgendwer einfach losgeht und den kauft. Da brauchst du ja keinen Investantrag zu stellen. Den holst du dir einfach. Und die Supplies holst du ja auch einfach. Genau. Und die Kosten sind so verdeckt in der Organisation, dass sogar hinten dran rauskommen kann, die Druckkosten sind runtergegangen. Und die verdeckten Kosten siehst du gar nicht, weil du sie nicht zuordnen kannst. Weil sie in den einzelnen Kostenstellen sich verstecken. Die Kostentransparenz im Thema Drucken, das ist ein Albtraum. Interessant, das ist ein absoluter Albtraum. Interessant ist auch der Punkt, Kostenreduktion, Unternehmen muss sparen. Anweisung vom Chef, es werden keine Farbdrucke mehr gemacht. Es sei denn, es ist dringend nötig für Präsentationen draußen beim Kunden. Okay, was passiert gleichzeitig? Die Anzahl der installierten Farbdrucker und Multifunktionssysteme in den Unternehmen steigt. Mhm. Ja? Es wird trotzdem dann Farbprinter oder Multifunktionssystem. Ich habe jetzt die einzelnen Prozentzahlen, wie gesagt, jetzt nicht parat, die liegen bei mir auf dem Schreibtisch, sind aber alle nachzulesen. Liegt es daran, dass die vom Preis her, dass da nicht so viel Unterschied ist oder sowas, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt schon investiere, dann mache ich doch gleich Farbe, weil ab und zu brauche ich es. Keine Ahnung. Ja, es denkt doch auch keiner drüber nach. Und es wird doch gemacht, weil es geht. Es wird ja nicht gemacht, weil es sinnvoll ist, sondern es wird doch gemacht, weil es geht. Vielleicht könnte ich es mal gebrauchen. Ja, klar. Und es wird, ich drucke immer auf dem Drucker. Und das ist ein Farbdruck. Ich denke auch gar nicht drüber nach. Und dann ist in meiner schwarzen Seite ist irgendwo ein roter Punkt. Und schon wird das ganze Ding farbig ausgedruckt. Also, ich hatte jetzt gehofft, dass Herr Schickram was dazu sagt bei uns im Chat. Der ist schon auf der Party. Ach, schade. Auf welcher Party? Hat er gesagt, er geht zu einer Party? Ja, ist irgendwo auf dem Bus. Der hat gesagt. Ach so. Der hat gesagt, live out. Moment, wo hat er das gesagt? Hier. Schöne Grüße live aus Kaltenberg. Live aus Kaltenberg. Was macht mein Kaltenberg? Und in Kaltenberg ist... Ritterfestspiele. Hey. Ah, genau. Punkt. Ach so. Ja. Welche Rolle hat er da? Also ich glaube, er hat die Rolle des König Ludwig Dunkel, wenn ich das... Also dieses Thema Drucken, es werden doch so viele Sachen gemacht, weil es geht. Und weil kein Mensch drüber nachdenkt. Hm. Wenn man den Leuten dann sagt, hier, das war ein Farbdruck übrigens. Mhm. War auch interessant. Ich habe es einmal bei meinem alten Unternehmen, habe ich mit einem IT-Leiter zusammengesetzt und wir sind irgendwie auf die Drucker gekommen, weil der Drucker stand so weit weg. Ja. Ich sagte, mir ist das wurscht, ich drucke nicht so viel. Und dann latsche ich da halt hin. Und dann haben wir uns mal angeschaut, wie die Druckernutzung ist. Bloß, das schaust du dir normalerweise nicht an. Und dann siehst du mal, wer eigentlich alles von dem Drucker was druckt und wie die Leute... Und dann kannst du sagen, okay, wenn wir den Drucker 50 Meter weiter oder sagen wir 10 Meter weiter den Gang runterstellen, reduziert sich das Druckaufkommen um 30%. Und die Leute werden nicht mehr auf dem Drucker drucken. Ja. Wo drucken sie denn dann? Was ist denn dann der Nächste? Ja. Dann kannst du ja schauen, was der Nächste ist. Und wenn da ein blöder Farbdrucker irgendwo dazwischen steht, das weißt du ja gar nicht. Ja. Weil du denkst ja nicht drüber nach. Und du denkst nicht drüber nach, auf welchem Drucker drucken die Leute normalerweise. Und wenn dann irgendwo ein Farbdrucker steht und du stellst den schwarz-weiß ein Stück weiter weg, dann sind die alle auf dem Farbdrucker. Ja. Ja, oder allein und wenn das nicht vernünftig administriert ist, dass du kannst ja Kostenstellen zuordnen und geht ja alles. Ja, ja. Bloß es wird nicht gemacht. Hm. Ja, es kommt so langsam. Es ist ein Albtraum und das ist halt so, und das ist so kleinteilig und menschlich. Und du hast halt Menschen, die ihre Gewohnheiten haben. Aus. Aber ich bin mal gespannt nächstes Jahr, was dann da rauskommt, wie sich da der Anteil auch und die Wahrnehmung dann auch ein Stück weit verändert. Das wird sich sicher ändern. Also bei uns wird jetzt auch so ein MPS-Konzept eingeführt. Ja. Ich meine, auch da hat der Anbieter oder das System aus große Versprechungen gemacht, was Kostenreduzierung anbelangt. Das ist eine ganz ordentliche Summe. Mhm. Und da bin ich auch mal gespannt, ob das so eingehalten wird und welche Maßnahmen da vorliegen. Sind Arbeitsplatzdrucker im Konzept enthalten? Arbeitsplatzdrucker? Nein. Keine Arbeitsplätze. Wir haben nur Abteilungsdrucke. Wir haben diese großen Kopierer, Drucker, Maschinen. Du kannst da wesentlich Aber um da mal ein Beispiel zu nennen,
Wenn du bei uns druckst zum Beispiel, ja, kommt der Ausdruck immer farbig raus. Da ist nicht die Voreinstellung gewählt, drucke erstmal schwarz-weiß. Ja, das ist schon mal schlecht. Das ist schon mal schlecht. Ja. Genau. Und das kannst das du hoffe Treiber, ich mir, dass das kannst du im Treiber zentral einstellen. Natürlich kannst du es einstellen. Das geht heute schon. Ja, klar, man muss es nur machen, das ist ein Schalter. Natürlich. Und dann ist aus mit Farbe. Natürlich, vollkommen klar. Also. Komm, wir brauchen Nervennahrung. Ich mache hier mal die Tüte auf von Herrn Schickler. Die Nervennahrung. Es ist heute schon wieder. Ach. Ich möchte bei dieser, an dieser Stelle Dankeschön. Möchte ich gerne meine Frau und meine Tochter grüßen. Ich habe ihnen das versprochen. Die sitzen draußen zu Hause. Und hören mit? Und hören zu. Ah, sehr schön. Ja, hallo. Hallo. Hallo, zusammen hallo. Da draußen. Hallo Lisa. Hallo Mascha. Schöne Grüße. Jo. So, wo waren wir denn? Hm, das tut den Nerven aber jetzt echt gut, ne? Also, um es mal. Was ist das? Irgendwas das mit Schoko, ne? Das ist Schoko irgendwas Schoko mit Getreide. Das ist so. Ja, genau. Mhm. Ich habe eben schon mal. Mhm. Getreide-Schokoladenhäppchen. Mhm, das kann man nebenher essen. Mhm. Ohne, dass den Hörer hier aus den Schuhen hebt. Von unserem Geschmatze. Es knistert. Ah, ich glaube, ja? Die Hörer sind inzwischen ja. reichlich gewohnt. Also Drucken im Unternehmen ist ein tolles Thema. Ah, Drucken, das sollte man wirklich öfter mal verfolgen. Ich habe früher immer gesagt, Drucken wäre langweilig. Das ganze Thema Drucken stinkt langweilig. Und dann hat mir nämlich, dann hat mir der Herr Deubner, der Heino Deubner, hat mir erklärt, das ist überhaupt nicht langweilig. Und dann hat er mir das auch mal begründet. Ich glaube, der kann da tagelang drüber reden, über das Thema. Ja, wir hatten ihn ja schon im Interview. Ja, richtig, genau. Und das fand ich sehr interessant. Ja. Mhm. Ist das auch. Könnten wir mal wieder interviewen. Absolut. Das ist eine interessante, das wäre ein interessanter Interviewpartner. Auch unter Sicherheitsaspekten ist das Thema Drucken super interessant. Also wenn du in deine Firma was wissen willst, kümmere dich um die Drucker. Ja, da steht alles drin. Ja. Da steht echt alles drin. Da gab es doch mal diesen Skandal, wo die Polizei hatte Drucker entsorgt und die großen Drucker haben ja große Festplatten. Und auf den Festplatten sind ja Formulare und alles Mögliche zwischengespeichert und Sachen zwischengespeichert. Und dann waren die Festplatten nicht gelöscht, weil keiner das wusste. Ja. Und irgendwer hat sich den Scherz gemacht und hat dann mal ein paar Festplatten ausgelesen. Und es ist halt schon interessant zu sehen, auch was da gedruckt wird. Genau, das ist der Punkt. Ja. Also und dann kannst du die Drucker noch so sehr mit abschließbaren Fächern machen und nützt dann gar nichts. Nee, das nützt nichts. Das ist richtig. Ja. Und so ein Drucker ist auch ein Statussymbol. Wenn einer so einen Farbdrucker am Arbeitsplatz stehen hat, so einen richtig fetten Farblaser, das ist schon. Das ist wie ein 27-Zoll-Monitor. Das hat schon. Nein, das hat schon was. Also das ist schon. Ja. Das ist schon ganz massiv. Und ich hab wirklich mal eine Geschichte gehört. Da hat der Vertriebsleiter tatsächlich seinen Leuten die Arbeitsplatzdrucker nicht wegnehmen können, weil die gesagt haben, also ohne Arbeitsplatzdrucker können sie keinerlei Umsatz mehr machen. Ja, also wir haben bei uns alle auf Abteilungsdrucker umgestellt. Wobei die Abteilungsleiter selber haben alle noch einen normalen Arbeitsplatzdrucker, weil du halt oft Ausdrucke hast, die jetzt nicht... Ja, für die Abmahnung halt. Genau. War ein sehr interessanter Artikel über Abmahnungen bei euch auf der Plattform, Christian. Ja? Ich glaube, nach folgenden Kriterien können sie ihre Mitarbeiter abmahnen. Ja, sowas. Für wen war der denn geschrieben? Fand ich ja sehr, sehr interessant. Ja, du, das ist sehr so ein, interessanten Beitrag. Das ist so ein Service-Thema, das läuft immer ganz gut. Ja. Also es wird gut abgerufen. Also alles, was rund ums Thema Recht, Finanzen und ja, sicher Steuer ist das so. Und so. Das ist so. Ist natürlich für den. Du meinst das eigentlich eine Hausmitteilung, die dann in völliger Umgehung meiner Anspielung. Das ist schon sensationell. Die veröffentlichte Hausmitteilung. So, dann springen wir weiter, oder? Ja. Vielleicht besser. Ja, ich glaube auch. Bevor das hier abgleitet. Kommen wir zur Rubrik E-Commerce und Retail. Dort haben wir ganz oben stehen relativ aktuelle Geschichte. Haben wir da mal drauf geschrieben. Schweinepreise bei Amazon. AVM verärgert so manchen seiner Partner. Richtig. Andreas, das hast du, glaube ich, drauf gesetzt. Ich glaube, das hatte ich drauf gesetzt. Mhm. Und es bezieht sich auf eine Beschwerdeaktion einiger AVM-Händler. Richtig. Ja. Die sagen, wie kann es eigentlich sein, dass wir die Produkte, und ich glaube, da ging es um Fritzboxen, auf Amazon weit unter unserem Disti-EK kaufen können. Ja.
und zusätzlich die Produkte bei der Distribution noch auf Allocation sind. Das heißt, erstens, Amazon hat die besseren Preise, zweitens, Amazon hat die Produkte. Und das ist natürlich was, was weniger schön ist. Und das vor allem bei einer AVM, die eigentlich dafür bekannt sind, dass sie sehr beliebt sind bei den Händlern. Also nachweislich, sie sind seit vielen, vielen Jahren ständig das auf Platz 1. Einer der allerbeliebtesten Händler. Also unangefochten auch, ja. Also im Netzwerkbereich. Ja. Genau. Also das Thema ist auch aufgeschlagen bei dem Unternehmen AVM natürlich. Ne? Mhm. Man sagt natürlich, klar, Fachhandel ist uns natürlich extrem wichtig, aber so richtig eine Antwort hat man eigentlich auch nicht gefunden. Ne? Mhm. Was mal wieder zeigt, wie weit weg viele Hersteller doch offensichtlich davon sind, kontrollieren zu können, wie funktionieren meine Vertriebskanäle, wo geht die Ware eigentlich hin? Zu also können, wenn sich ein Hersteller zu können oder zu wollen. Oder zu wollen, ja. Oder also zu wollen. Ich bin schon immer wieder erstaunt darüber, dass ein Hersteller erst darauf hingewiesen werden muss vom Handel, dass seine Produkte bei Amazon 30%, 10% unter dem Distributions-EK liegen. Eigentlich, meiner Meinung nach, muss es im Unternehmen beim Hersteller jemand geben, der da ständig ein Auge drauf hat und regulierend auch eingreift. Weil das ist so essentiell wichtig und führt zu so massiven Verärgerungen auch im Handel. Das muss meiner Meinung nach nicht sein. Könnt ihr euch vorstellen, dass bei dem Hersteller die Haltung herrscht, solange der Umsatz stimmt und auch der Deckungsbeitrag, geht uns das zunächst einmal im Unterarm vorbei. Bei vielen Unternehmen glaube ich, dass solange der Umsatz stimmt und das Wachstum. Bei AVM wundert es mich auch. Glaube ich nicht. Bei AVM wundert es mich auch. Mhm. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass bei AVM der Hajo Dietrich normalerweise genau da auch ein Auge drauf hat. Mhm. Dass wir sollten den mal interviewen. Der hört ja auch hier ständig zu. Wahrscheinlich hört er den Podcast auch wieder. Ja, klingelt ihm gerade in den Ohren. Soll uns doch mal berichten, Hajo Dietrich, was ist hier eigentlich los? Wie konnte es dazu kommen? Mhm. Ja. Das wäre mal gut. Ja, das wäre wirklich mal interessant. Vor allen Dingen auch, was man dagegen tun kann. Also, oder was AVM jetzt dagegen getan hat, um sowas in Zukunft zu verhindern. Ja, weil es ja auch ein grundsätzliches Thema ist. Es ist ein grundsätzliches Thema. Und wir haben ja bei uns ein Forum eingerichtet, da sind regelmäßig die Woche 1-2 Einträge drin. Ja. Wo wieder irgendein Hersteller auffällig wird. Ja. Gut, oft geht es tatsächlich um ein einzelnes Produkt, wo sich dann irgendwann herausstellt, es war eine Aktion oder es ist abgekündigt worden und wird dann das ist alles irgendwo nachvollziehbar. Mhm. Ja. Und aber man wird das natürlich beobachten bei der AVM. Ne? Mhm. Also wie lange hält dieser Zustand an? Was haben die da jetzt unternommen? Ne? Mhm. Was haben sie dafür getan, dass sowas so schnell nicht wieder passiert? So, dann ausgerechnet AVM. Nur ein kleiner Hinweis, der dann in den Shownotes zu finden sein wird. Den Artikel fand ich mal richtig, richtig nett und schön. Der heißt: Stationärer Handel bleibt standhaft. 7 Tipps gegen E-Commerce. Ja, das hört sich gut an. Denkanstöße für standfeste Offliner. Und der ist natürlich der ist natürlich ironisch gemeint, dieser Beitrag. Und diese 7 Punkte, die sollte man sich durchaus mal geben. Es fängt also an mit Punkten. Erstens, keinesfalls mit dem Onlinehandel kooperieren. Kein Multichannel, Ausrufezeichen. Ja, nicht jedem Online-Trend hinterherrennen. Verändern Sie nichts an Ihrem Geschäft und so weiter und so fort. Sollte man sich mal durchlesen, ist ganz, ganz amüsant. Wir hatten den bei euch geschrieben? Der Matthias Hell war das. Ach, der Matthias Hell. Mhm. Und, aber das ist ja so ein Satire-Ding. Ja, ja, natürlich. Klar, ist ein reines Satire-Ding. Aber das sollte man ruhig mal durchlesen, um einfach auch wieder ein bisschen einen Impuls zu kriegen und mal vielleicht über die ein oder andere Dinge nachzudenken. Das enthält einige Denkanstöße, die in Ingolstadt gut aufgehoben sind. Ja. Weil die da schon längst praktiziert. Oder die da schon seit Jahren sich bewährt haben. Ja, genau. Das ist richtig. Vielleicht sind die Quelle. Ja, sicher. Ja, bestimmt kam da der ein oder andere. Fragen, wo er die Informationen eigentlich her hat oder die Tipps. Ja? Aber es leitet sehr gut über zum nächsten Punkt. Das Online-Geschäft oder E-Commerce ist schon extrem auf Wachstum gebürstet. Also sowohl die Redcoon als auch die Getgoods. Getgoods im Übrigen ist das Unternehmen, die
den ehemaligen Shop, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, vom Home of Hardware vom Martin Wild. Martin Wild gekauft haben, dann an die Cancom gegangen ist und Klaus Weinmann die für viel Geld wieder weiterverkauft hat, dann an die Get Goods. Da gehören die also dazu. Die haben also ordentlichen Wachstum hingelegt, die beiden. Da stehen die Zahlen. Wann? In welchem Zeitraum? Ich schaue gerade nach. Ich rufe. Weil da wachsen ja jetzt in dem Bereich die Bäume in diesem Jahr auch nicht so in den Himmel, ne? Also nicht wirklich. Also bei den IT-Onlinern, was ich so gehört habe. Ja, Red Kuhn ist ja jetzt kein reiner IT-Onliner. Die machen ja extrem vielweise Ware. Das ist richtig. Get Goods weiß ich jetzt gar nicht so. Da bin ich gar nicht so unterwegs bei denen. Du hattest hier ja auch noch Alternate, hast du auch noch drin stehen. Alternate und Wave. Also geht kurz rasantes Wachstum fort. Wie das Unternehmen vermeldet, konnte der Umsatz im ersten Quartal 2012 um 51% auf 83,7 Millionen gesteigert werden. Wie viel? Auf 83,7 Millionen. In einem Quartal? Nicht schlecht. Ja. Donnerwetter. Und absolut. Ja, das EBIT 11%. 1,4 Millionen. Auch nicht 11%? 11%. Donnerwetter. Wie machen sie das denn? So, und da stehen auch die anderen Zahlen noch drin. Der sagt doch mal, fragt doch mal den Kollegen Hell. Er möchte doch mal nachfragen, wie sie das hinkriegen. Ja, und Red Kuhn meldet eine Steigerung um 16%. Weißt du, das wäre ja ein EBIT, das wäre ja von 20% ungefähr bei dem Umsatz. 20%. Ordentlich, ne? Das ist eigentlich kaum vorstellbar. Get Goods steigert Quartalsumsatz um 51%. Ja, gut, auf 83. Auf 83,7 Millionen. Und dann machen sie... Parallel zum Umsatz entwickelt sich auch das Geschäftsergebnis von GetGoods positiv. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg das EBIT um 11%. Ach so. Um 11%. Um 11% auf 1,4 Millionen. Na gut, das hört sich jetzt das hört sich anders an. Ja. Gut, dass du nochmal nachgefragt hast und wir das da auch nochmal klarstellen konnten. Ja. Aber der Link ist drin in den Shownotes und da kann man das auch nochmal in Ruhe nachlesen. Ebenso Wachstum auch bei den beiden Versendern, nämlich Alternate Wave. Auch da wächst der Umsatz und die liegen jetzt bei 490 Millionen Euro. Und, hängen die beiden zusammen gesellschaftsrechtlich oder so? Ja, die gehören ja beide zu dieser Shift IT Management Holding. Ach so. Und demnach ist der Gesamtumsatz von 456 Millionen auf 490 Millionen Euro gestiegen. Der Alternate, ist das ein reiner E-Commerce-Händler? Hat er nicht auch stationäre Läden? Alternate macht ja auch, Wave macht ja, die machen ja auch Distributionsgeschäft. Ach, die machen auch Distributionsgeschäft? Die machen auch Distributionsgeschäft, Die machen auch Distributionsgeschäft. Andreas. Aber da der Experte kommt gerade wieder. Jop. Der wird uns die Alternate. Jetzt mal ganz genau. Die Alternate. Der hat doch auch stationäre Ladengeschäfte, oder? Der Alternate könnte ein oder zwei Geschäfte haben. Das, ja, ich glaube ja. Also oder hatte zumindest mal eins. Nee, nicht mit Schwerpunkt. Wer ist denn das? Aber der hatte. Schwerpunkt ist Distribution, oder? Schwerpunkt ist Wave Distribution. Und Alternate ist Online-Handel. Ist online, ja. Aber ich glaube, der hatte mal Geschäfte. Ja, hatte er. Hatte der nicht Systemhäuser? War das nicht System? Nee, Ladengeschäft. Mhm. Okay. Ladengeschäft. Schwerpunkt bei Alternate Komponenten. Die haben einen sehr, sehr guten Shop mit richtig gutem Service dahinter. Ja? Habe ich mal ausprobiert, ja. Mhm. War absolut vorbildlich. Ah, ja. Also die haben jedenfalls ganz ordentliches Umsatzwachstum hingelegt. Der Alternate, kann ich mir vorstellen. Die sind sehr, sehr rührig. Ja. Die sind sehr rührig, haben eine irre gute Kundenbindung. So, jetzt ein und sehr flexibel. Meine Runde essen. Sehr interessantes Thema, wie ich finde. Zu dem Artikel, den ich auf einer Webseite gelesen habe, Slate. Stammt von dem Slate Magazin in den USA. Mhm. Die haben immer sehr, sehr gute Hintergrundartikel, wo sehr viel ausführlich erklärt wird. Und da habe ich unlängst einen Artikel gelesen über Amazon. Mhm. Und Amazon ist ja unter anderem in den Vereinigten Staaten deswegen so erfolgreich, weil die ja in vielen Bundesländern, Bundesstaaten muss man in dem Fall natürlich sagen, keine Steuer bezahlen müssen. Ja, das wusste ich auch nicht.
Keine Umsatzsteuer. Keine Umsatzsteuer bezahlen. Das weil, weil online ja. oder was? Weil online. Also dann müssen nur stationäre. Richtig, ja, also laut amerikanischem Gesetz ist so, dass... Es ist überhaupt kein Wunder, dass die Freunde so erfolgreich ja. sind, oder? Ja. Oh. Die haben ja das Beispiel da gebracht mit diesem Notebook für 1000 Dollar. Und im stationären Handel kommen dann nochmal irgendwie 10%. Genau, zahlst du 1100. Zahlst du 1100, ja. bei Amazon zahlst du aber nur 1000. Ja. Weil du keine Umsatzsteuer zahlst. Richtig, oder wobei es ist, genau genommen ist es so, also es ist nicht hundertprozentig richtig, weil der Konsument, also der Käufer, wenn er ehrlich ist, am Ende des Jahres eine sogenannte Use Tax abfüllen muss. Ich frage mich nicht, warum das Use Tax heißt, aber er muss eine Use Tax der Finanzbehörde gegenüber bezahlen, die eigentlich genau diese Spanne wäre. Das ist aber nicht verpflichtend in dem Sinne, also es wird nicht nachgeprüft und es tut natürlich keiner. So. Bitte? Ja, es ist tatsächlich so. Ach komm. Ja, es ist tatsächlich so. Und Amazon hat sich in der Vergangenheit immer sehr stark darum bemüht, auch ihre ganze Logistik immer nur in Bundesstaaten dann zu machen, wo eben diese Umsatzsteuer nicht fällig wird, ja, weil natürlich. Sonst hätten sie nämlich zahlen müssen. Das ist ja klar. Und das Interessante ist jetzt, unglaublich. Das Interessante ist jetzt, Amazon hat seit einem Jahr damit begonnen, diese Verträge oder die Abkommen, die sie dann teilweise auch mit den Bundesstaaten hatten, also die hatten da teilweise richtige Deals, wo sie gesagt haben, wir zahlen keine Steuern, dafür richten wir aber 2000 Arbeitsplätze ein mhm. oder machen ein Logistikzentrum bei dir und. Der Staat hat sich oft darauf eingelassen, war befristet, immer, lief immer ein Jahr, dann hat man wieder neu verhandelt und so weiter. Hat Amazon jetzt alles auslaufen lassen und wird in Zukunft also auch diese Steuern bezahlen. Ah ja. Wird sich also danach richten und jetzt hat sich natürlich die Branche gefragt, warum tun die das jetzt sicher. Plötzlich? Was steckt da eigentlich dahinter? Ja. So, und da kam was ganz Interessantes raus. Eine große Forderung. Nee, es ist keine, nicht unbedingt nur eine große Forderung. Ja, Forderungen gab es immer wieder. Der Bundesstaat Texas beispielsweise hat mal von Amazon mhm. eine Rückforderung gemacht in Höhe von 240 Millionen, weil die gesagt haben, ja, ihr zahlt die Steuer nicht, kann ja überhaupt nicht sein. Woraufhin Amazon sofort sein komplettes Logistikzentrum geschlossen hat in Texas. Haben die einfach mal eben zugemacht. So reagieren die halt da, ne? So, Donnerwetter. Seit Wild-West-Politik, ne? Wollte ich sagen, das sind Cowboys, ne? Das ist der Westen. Kann man also in diesem wirklich sehr, sehr tollen Hintergrundartikel nachlesen. So, jetzt haben die sich natürlich gefragt, was hat Amazon dazu bewogen, jetzt diesen radikalen Wechsel zu machen? Herauskommt, dass Amazon eine Strategie verfolgt, die schon sehr bedenklich ist, was die Zukunft oder was die dem stationären Handel enorm zusetzen dürfte. Sie werden nämlich ein Programm einführen, das nennt sich Same-Day-Delivery. Mhm. Also die haben ja vor etlichen Jahren mit diesem Prime begonnen, also Expresslieferung, du hast es am nächsten Tag, wenn du ein bisschen mehr bezahlst. Der nächste Schritt, den sie jetzt machen, ist Same-Day-Delivery. Das heißt, du bestellst etwas und ein paar Stunden später hast du im Idealfall deine Ware, klingelst und du kriegst die Ware in die Hand gedrückt. Das heißt, eines der großen Vorteile, die stationärer Handel hat, dass ich heute sagen kann, ich brauche eine neue Kaffeemaschine, mhm. genau, ich fahre in die Stadt und hole mir eine, ja, fällt damit weg, ich setze mich an den Rechner, shoppe mir die Kaffeemaschine und im besten Falle klingelt es dann am Abend. Klingelt und der Postbote ist da. Haben die irgendwie, wie geht das logistisch? Also ich kann es mir schlecht logistisch vorstellen. Und genau das ist es jetzt, warum sie das auch auslaufen haben lassen. Sie werden jetzt vor Ort, beginnend in den großen Ballungszentren, Logistikzentren aufbauen. Die müssen aufbauen. Dann das ganze Land mit Logistik genau, überziehen, also damit das ganze sie vor Land, Ort sind. Richtig. Ach so. Die können natürlich aufgrund ihrer ganzen Datenbanken sehr gut nachvollziehen, welche Produkte werden in welcher Region häufig abverlangt oder was verkauft sich mhm. einfach ganz häufig. Da wird nicht das komplette Sortiment am selben Tag verfügbar sein, aha. aber sie werden das halt so langsam steigern und werden aha. das mal mit bestimmten Dingen ganz einfach starten. Und das ist natürlich schon, denke ich, ein Angriff, der da jetzt stattfindet, der dem stationären Handel sicherlich nicht schmecken wird. Weil da wird es wirklich schwer, noch eine Begründung zu finden. Ja? Mhm. Also da musst du dann eigentlich ja Liebhaber sein, um zu sagen, ich gehe gerne in den Handel, weil ich persönliche Beratung bekomme, ich die Produkte anfassen kann, keine Ahnung. Diese ganzen Forderungen, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, wenn stationärer Handel weniger Umsatz macht und sein Portfolio unter Umständen verkleinern muss, das heißt, sich anpassen muss, dann heißt es natürlich, naja, zum Händler XY brauchst du auch nicht mehr hingehen, der hat ja nur so ein kleines Sortiment, der hält ja gar nichts vor, ne? Und so kommst du da in so eine Spirale rein. Also
Ich glaube, da ist einiges. Das ist der stationäre Handel arbeitet ja heute schon sehr stark auf Bestellung. Ja. Und nutzt diese und nutzt die Möglichkeit, dass die Distribution dann am nächsten Tag und dann gehst du halt in den Laden und der sagt, okay, bestelle ich dir, kannst du morgen abholen. Ja, ja. Und das Buchhandel macht das ja zum Beispiel auch. Das ist schon massiv. Aber das ist halt massiv, dass du es dir jetzt halt direkt. Das heißt, was die Amazons eigentlich machen, ist dieses Modell Apothekenlogistik, oder? Sehr gutes Beispiel. Das ist doch ganz ähnlich. Hervorragend. Weil wenn ich in die Apotheke gehe, dann sagen die mir, komm nachher wieder, dann. Heute Nachmittag ist da. Und die werden alle unsere zwei, Apotheke Stunden kommt beliefert. Vorbei. Unsere Apotheke kommt vorbei, der hängst dir an die Echt? Tür. Der, kommt, der klingelt, Super. Hängst dir an die Tür und hast du deine Medikamente. Toller Service. Machen die, kostenfrei. Also gut, die haben doch auch wahrscheinlich wieder andere Margen in der Apotheke, bekanntlich. Ne? Ja. Mein Getränkehändler hier macht das übrigens auch. Ja. Hängt dir die Kiste Bier an? Hängt mir die Kiste Bier an den Türgriff. Nee, die bringen dann die Kiste Bier. Kosten Euro pro Kiste. Ja, klar. Ja. Aber das ist jedenfalls vom Service ist das super. Aber das ist für den stationären Handel, also das ist wirklich eine Herausforderung. Ich glaube, der muss sich da schon zum großen Teil, ich benutze das Wort ganz selten, aber neu erfinden. Der stationäre IT-Handel und vielleicht nicht nur der IT-Handel. Nicht nur der IT-Handel. Auch der Buchhandel. Der sowieso. Ja, bei dem fing es so, ja an. Die machen auch Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs und alles. Und wenn du sagst, ich habe einfach keinen Bock, heute Abend einkaufen zu gehen, in den Supermarkt in die Schlange zu stellen, wo die ganzen Rentner wieder unterwegs sind, Entschuldigung, aber ist ja oft so, das Erlebnis. Ja, immer dann, wenn die berufstätige Leute dann einkaufen gehen müssen, sind die auch immer gerade unterwegs. Das ist jetzt so meine Wahrnehmung, stimmt natürlich auch nicht. Entschuldige mich auch dafür. So. Entschuldigung, Sie sind Killer. Ne? Aber dann setze ich mich halt in der Früh hin, ja? geh auf mein iPhone und sage so, ich brauche Klopapier, ich brauche noch Weichspüle und außerdem Waschmittel geht gerade aus und dann brauche ich noch Haferflocken und dieses und jenes. So, und am Abend habe ich das. Ja. Punkt. Ja. Also, warum soll ich dann danach hingehen? Ja? Ja, es gibt schon noch Gründe, vielleicht nicht, wenn du Toilettenpapier kaufen willst, weil ich mir vorstellen kann, da gibt es auch vielleicht, man möchte da vielleicht auch mal ganz genauer prüfen vorher. Aber ich denke, dass es durchaus auch Konzepte gibt für den stationären Handel, die es funktionieren kann. Nicht mehr so wie heute, aber da gibt es natürlich für ihn auch weiterhin eine Existenzberechtigung, vielleicht nicht mehr für so viele, vielleicht sieht es auch ganz anders aus, aber die gibt es auf jeden Fall. Ja, die gibt es mit Sicherheit. Da wird in den nächsten Monaten sicherlich noch viel drüber gesprochen werden. Müssen. Da muss definitiv was passieren. Also ich habe mir das auch mal überlegt, eine der Möglichkeiten, die ich sehe, ist, wenn ein Hersteller sagt, mir ist stationärer Handel wichtig, ich möchte nicht darauf verzichten, ja, ich möchte nicht, dass meine ganzen Produkte nur über online verkauft werden oder der stationäre Handel das Nachsehen hat, weil die Leute zu ihm kommen, dieses sogenannte Showrooming machen, sich alles erklären lassen und anschließend im Internet einkaufen. Ja. Dann ist es in meinen Augen auch zwingend erforderlich, dass der Hersteller ein Produktportfolio anbietet, wo ein Teil der Produkte stationär only hat, die du nur im stationären Handel bekommst, wo du sagst, da hast du ein Differenzierungsmerkmal, dieses Produkt ist nicht vergleichbar, weil das gibt es in dieser Konstellation mit der Ausstattung und es müssen nur ein paar Features sein, gibt es so nicht. Ich weiß, dass es das längere Zeit mal in der UE-Branche gab. In der UE-Branche gab es sowas. Da hast du bestimmte Fernseher, hast du einfach nur im Fachhandel bekommen, mit bestimmten Ausstattungsmerkmalen, die waren online einfach nicht zu haben. So. Und das, denke ich mir, das ist so ein Mosaiksteinchen, wo man sagt, da unterstützt man den Fachhandel ein Stück weit, ja, indem man ihm Produkte an die Hand gibt, wo er draußen werben kann, guten Gewissens, wo er keine Angst haben muss, dass der Kunde anschließend das online kauft. Ihr habt das ja mitbekommen, was Adidas jetzt gerade gemacht hat. Die gehen da jetzt knallhart vor und das kann ich auch echt gut nachvollziehen, muss ich sagen. Die wollen ja keine Händler mehr beliefern, die auf eBay und Amazon verkaufen, weil dort kriegst du hervorragende Adidas-Produkte, also deutlich unter dem Ladenpreis. Ich muss gestehen, ich kaufe da auch immer meine Schuhe, weil ich genau weiß, dieser Schuh in der Größe passt. Den brauche ich nicht mehr an, also Laufschuhe, den brauche ich nicht mehr anzuprobieren. Und dann nehme ich, oft sind das dann halt Vorjahresmodelle, also die gibt es so zum Bruchteil des Preises des aktuellen. Und das stinkt halt dem Adidas und ich glaube, Nike operiert da ähnlich. Und das ist ja von der rechtlichen Seite her, glaube ich, gar nicht mal so einfach.
ne? Dass du halt dann solche Vertriebsverbote oder Belieferungsverbote aussprichst. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie da die Entwicklung weitergeht. Trotzdem finde ich das einen interessanten Versuch eines Herstellers, seine Marke und seine Lieferkette zu schützen. Mhm. Und ich denke, dass Adidas damit auch ein Thema angestoßen hat, ein Diskussionsthema angestoßen hat, worüber dringend auch die IT-Hersteller sich Gedanken machen müssen. Interessanterweise begründet Adidas ja nicht mit zu tiefen Preisen oder sonst irgendwas. Also auf die Debatte lassen sie sich ja gar nicht ein, sondern sie begründen es ja mit dem Image. Ne? Ja, mit der Präsentation der Ware. Und dass sie da bestimmte Standards haben. Also ich denke, das ist natürlich einfach formal juristisch ans Branding gewählt sozusagen, dass du da dir nicht sofort was kassierst und sagst, Moment mal. Sonst hast du sofort das Kartellamt. Genau. Also was sagst, so geht das nicht. Völlig richtig. Ja. Wie machen denn das die Textilhersteller? Weil Jeanshersteller müssen das Problem schon immer sehr gut im Griff haben. Ja? Ja. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, wie es gemacht ist, aber es hieß immer, Jeanshersteller machen vorbildlich. Total geregelter Kanal. Mhm. Auch international. Mhm. Keine Ahnung, wie es gemacht ist. Naja, also was ja kein Geheimnis ist oder ein offenes Geheimnis ist ja, dass man sagt, wenn ein Händler sich nicht an bestimmte Vorgaben hält, also die Ware nicht richtig präsentiert oder ständig unter Preis verkauft und so weiter und so fort, dass man halt sagt, naja, der wird halt nicht mehr beliefert, also für den ist die Ware dann halt ständig knapp. Ne? Also versuchen da ein bisschen auszutrocknen. Ja. Das ist eine der Möglichkeiten, ist aber natürlich wahnsinnig aufwendig. Ja, ich glaube, das ist schon sehr tricky, das zu machen. Ist sicherlich sehr tricky und ansonsten kenne ich die Verträge da nicht, also was weiß ich, was da noch alles so im Hintergrund läuft, wie die da im Kanal im Griff haben. Ne? Wobei, was natürlich in unserer Branche schon sehr anders ist als in anderen Branchen, ist dieses Denken Umsatz und Wachstum um jeden Preis und dann wird halt produziert und dann muss die Ware auch weg und dann ist auch völlig egal, was das kostet und wie die weggeht. Ja, ja, ja. Und dann gibt es immer Ventile, die aufgehen und da kommen wir dann wieder auf diese Graumarktdebatten vom Anfang zurück. Ja, ja. Ich meine, die Diskussion hatten wir ja wirklich und es gibt ja in der IT derzeit nur eine Marke, die das auch so rigoros durchsetzt, das ist Apple. Die sagen, wir haben den Preis und du kriegst es auch nirgendwo anders. Und Apple ist interessanterweise doch sehr erfolgreich im stationären Handel. Ist extrem erfolgreich. Obwohl man Apple online kaufen kann und bei Apple online und bei allen möglichen Onlinern und im Mediamarkt und im Fachhandel und trotzdem sind die mit ihren eigenen Läden total weit vorn und sagen wir mal so, Läden sind auch toll gemacht. So, und das ist der Punkt, an den ich vorhin gedacht habe, es gibt eine Zukunft für den stationären Handel und der muss in diese Richtung gehen. Irgendwo da ist der. Und es ist eigentlich egal, ob der Shop von Apple betrieben wird oder von sonst wem. Ja, natürlich. Aber du hast im Apple-Shop, wenn du reinkommst, hast du eine tolle Einkaufserfahrung, das ist so. Ja, es gibt und im Apple-Umfeld. Und für manche Kids ist der Apple-Laden so kultig, dass sie nach München fahren und so, was machen wir heute? Wir gehen in den Apple-Laden. Natürlich. Das ist auch ganz wichtig. Aber es gibt auch, M-Store macht vergleichbar hervorragend designte, auch Gravis sieht mittlerweile echt klasse aus. Und Gravis sieht mittlerweile sehr viel besser aus, als sie mal aussahen. Ja, die wobei M-Store ist auch wirklich vorne. M-Store ist sehr, sehr gut. Die machen das sehr, sehr gut. Sehr gut, ja. Auch selber sogar so kleine Läden, also die haben in Malls haben die auch, sind die auch vertreten. Ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter die da haben. Lass es vielleicht 100 Quadratmeter sein oder noch weniger. Sieht trotzdem super aus. Müsst ihr euch mal die Fotos anschauen auf der Seite von denen. Also wirklich klasse. Die haben da gute Einrichtungsbereiche. Und es ist ja doch überhaupt kein Wunder, um mal auf ein ganz altes Thema wieder zurückzukommen, dass so viele Retailer und Märkte mittlerweile auch Digital Signage-Lösungen aufrüsten und versuchen, wirklich mehr Interaktion in ihren Läden hinzukriegen und da den Leuten irgendwie ein besseres Einkaufserlebnis Frage, zu vermitteln. Es basteln ja fast alle dran. Frage an die Schattenredaktion. Gab es schon mal eine Folge Channelcast, wo nicht das Wort Digital Signage vorkam? Danke. Die Antwort der offiziellen Redaktion ist, es gab schon eine, aber es gab kaum eine, wo das Wort Konrad-Elektronik nicht vorgekommen ist. Und das hier hätte die erste sein können. Nur ist es zu spät. Das stimmt wohl. Jetzt ist es ums Eck. Ich glaube, der Andreas, der hat irgend mit jemandem eine Wette laufen, dass er wenigstens einmal pro Sendung das Wort... Ne, und irgendwie, wer bezahlt dich da eigentlich? Das ist ein ganz... Eine fette Wette. Ich hab heimlich so eine Online-Bude in Texas aufgemacht, wo es keine Steuern kostet. Ah. So sieht's also aus.
Aber das ist ja der tiefere Grund. Im Moment basteln ja sehr viele große Ketten an ihren Läden und genau deswegen. Weil die schon sehen, dass das alles erheblich schwieriger wird. Und dass, ja, also dass so ramschige Läden irgendwie entweder billig sein müssen oder halt nicht mehr gefragt sind. Einer der gefragtesten Leute, die zurzeit zumindest im US-amerikanischen Markt rumlaufen, ist der Chefdesigner und Chefkreator der Apple Stores. Ja. Der ist von Apple weg und ist jetzt als freier Berater unterwegs und der macht jetzt für viele andere Supermärkte, Macy's und ähnliche, alle diese großen Läden, die so ein bisschen gerade echt Schwierigkeiten haben, macht er ganz neue Konzepte und sagt, so müsst ihr euch einfach darstellen und präsentieren. Alles. Da gibt es auch schöne Beispiele im Web, die man sich anschauen kann, so vorher, nachher, wo man sieht, wie schaut das anschließend aus. Wo findet man die Beispiele? Ich muss immer raussuchen. Habe ich einen Link dazu. Könntest da kannst du dir das ansehen. Könntest du denn auf der Channelcast-Seite vielleicht, das wäre wär mal interessant zu sehen. Also da sieht man anhand von Bekleidungsstore, ich glaube Macy's, sieht man früher halt so diese Klamotten, wie die da an diesem Rondell hängen, ne? Mit einem Schildchen oben, genau. Sale, und dann konntest du da so durchblättern. Genau. Mhm. So wie es halt, so wie wir es auch noch alle kennen. Ja. Und dann siehst du das zweite Bild, eine ganz andere Präsentation, das sind so zwei, drei Sachen kombiniert schon miteinander, farblich, und dann steht drüber Sale of the Week und Sale of Month und was weiß ich. Ne? Mhm. Und das ist gerade ganz schick. Also eine ganz andere Warenpräsentation. Mhm. Und dann denkst du schon, boah, das ist einfach schon mal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Der Mann, der würde hier in Deutschland natürlich auch ein weites Feld vorfinden. Ein bisschen näher hin. Ein weites Feld vorfinden, wo er sich austoben kann. Ne, machen wir uns nichts vor. Ein Mediamarkt, auch ein Saturn. Einkaufserlebnis kann man da nicht sagen. Da kann man da nicht von sprechen. Nee. Ne, das ist wie ein Baumarkt. Das ist alles sehr weit von entfernt. Ja. Da kann man richtig schöne Sachen ausmachen. Kann ich mir vorstellen. Ich bin da ja Laie. Aber ich denke, das für einen richtigen Profi, der sagt, komm, das mache ich euch mal ganz schick. Es muss ja noch nicht mal ganz schick sein, aber es muss halt irgendwas haben. Und du siehst es ja an den Kaufhäusern, egal ob das Kaufhof ist oder Karscher, wie die alle vor die Wand gefahren sind, weil die diese alten Kisten da hatten und da will doch keiner mehr reingehen. Ist ja schrecklich. Oder die Leute, die da reingehen, sind auch nicht die Leute, auf die du deine Zukunft wetten möchtest. Und da siehst du es. Und da ist einfach Jahrzehnte nichts Innovatives passiert. Keine Innovation. Ja. Die Innovation vom Mediamarkt war, Paletten in den Laden zu stellen. Super. Ja, und die Zeit lang ganz gut. Und aber, die Fußtapfen. Ah, ja. Sensationell. Ja. Super Idee. Wirklich sensationell. Ja, ja. Also wenn, wirklich. Und also da ist doch Innovation, wäre doch da wirklich mal gefragt. Im stationären Handel. Ja. Naja, irgendwann wird der Leidensdruck hoch genug sein. Also wenn einer sagt, hoffentlich ist es da noch nicht zu spät. Ich meine, der Leidensdruck bei Neckermann und bei Quelle und bei Karstadt, der war auch hoch. Mhm. Das ist schon eine ganze Weile, aber irgendwie. Hier, sag mal, die Neckermann-Insolvenz ist ja auch das Ding, gell? Ich hätte gedacht, die kriegen die Kurve. Die hätten ja vielleicht sogar die Kurve noch bekommen, aber soweit ich das verstanden habe, hat der Investor den Stecker gezogen. Ja. Richtig. Also, war ich schon ein bisschen erschüttert. Mhm. Ja, weil wir gerade bei den sind ja große Namen. Bei den Onlinern waren und gesehen haben, wie dort die ständig an Boden gewinnen und was sie für neue Ideen und Konzepte haben, umso stärker trifft es eben auch die Unternehmen, die so den klassischen Retail darstellen. Und ein schönes Beispiel ist ja Best Buy in Amerika. Mhm. Haben wir unlängst darüber berichtet, dass da 50 Filialen geschlossen werden. Jetzt ist es so, dass der Gründer ja auch raus ist. Man gesagt hat, sollten wir doch bitte auch rausgehen. Und der hat jetzt beschlossen, sich nicht damit zufrieden zu geben und möchte das Unternehmen jetzt komplett zurückkaufen und wieder quasi privatisieren. Sucht er noch ein paar Finanziers, weil er sagt, die Leute, die da alle im Moment an Bord sind, die kriegen das auch nicht mehr hin. Oh, Damian holt seinen Energietrink raus. Ja. Donnerwetter. Potztausend. Club Mate ist nicht gut genug. Mögt ihr noch was? Ich hab noch. Ich trinke jetzt meinen Kaffee. Danke. Du willst keinen, ich nehme jetzt noch einen. So, und Best Buy sollte man also durchaus mal ein Stückchen weiterverfolgen, was da noch so alles passiert. Auf jeden Fall. Weil ich denke, das ist so ein bisschen symptomatisch für das, was hier in Deutschland auch zum Teil schon stattfindet und zum Teil noch stattfinden wird. So erreichte uns eben auch die Meldung, dass Mediamarkt Schweiz beispielsweise im Moment ziemlich stark den Rückwärtsgang einlegen.
Dort sind also alle Geschäftsführer angewiesen, Personal abzubauen, was ja schon ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass das Geschäft nicht mehr ganz so läuft, wie es bisher gelaufen ist. Und man da also jetzt schon ganz, ganz ordentlich auf die Kostenbremse tritt. Genau, das war's zu unserer Rubrik E-Commerce und Retail. So, jetzt machen wir aber mit dem gestrickten Schweinsgalopp weiter. Smartphones und Tabletmarkt haben wir ein Thema, da müssen wir unbedingt drauf sprechen. Microsoft stellt Surface vor. Jo. Was habt ihr euch dabei gedacht, als ihr das gehört habt? Donnerwetter, habe ich gedacht. Donnerwetter, hast du gedacht? Das war der erste Gedanke und der zweite? Der zweite Gedanke, der war, was habe ich da gedacht? Also, jetzt erstmal einen Schnaps. Sowas in der Art. Wobei ich trinke ja keinen Schnaps. Echt? Nee. Oh, das ist ein Fehler. Jetzt erstmal einen Kaffee. Ja, absolut. Aber man sagt, jetzt erstmal einen Kaffee. Jetzt erstmal einen Kaffee. Nee, nach dem Motto, so alles muss man selber machen, ne? Was die Hersteller nicht hingekriegt haben, jetzt müssen wir es selbst in die Hand nehmen. Habe ich auch gedacht. Hast du auch gedacht? Habe ich auch. Jetzt legen wir erstmal was vor, wobei ich nicht glaube, dass das mit ernsthafter Vermarktungsabsicht auf den Markt gekommen ist. Da habe ich mich auch mit der Frage beschäftigt. Ich glaube, das ist mehr so ein Muster, was sie da gezeigt haben, quasi mit dem indirekten Auftrag an die Herstellerpartner. Jetzt nachmachen. So soll es aussehen. Genau. Macht. Ich habe mir sogar gedacht, wenn sie schlau wären, tun sie es als OEM-Modell anbieten, wo dann jeder Asus, Acer, alle möglichen können dann ihren Bappel da drauf. Christian guckt kritisch. Christian sieht das total anders. Ich sehe es anders, ja. Ja, komm. Also ich denke, da was Microsoft da gemacht hat, da bin ich mir nicht sicher, ob sie das bis zu Ende gedacht haben. Was die Wirkung ist, indem sie das tun. Aha. Also die erste Reaktion war doch die von Acer, meine ich, in meiner Wahrnehmung. Der Acer-Gründer, Stan Shih, hat sich doch hingestellt und hat gesagt, ja, Microsoft tut das, um die Vermarktung insgesamt anzukurbeln. Einfach, um mal zu zeigen, was man so einem Produkt alles Tolles machen kann. Und das ist ja insgesamt für alle gut. Und deswegen machen sie das. Und die werden es auch nur eine Zeit lang machen. Und dann wird es auch wieder vom Markt verschwinden. Und dann kommen wir alle sozusagen ins Geschäft. So, das hat er gesagt. Das hat er gesagt, ja. Da haben wir gesagt, finde ich irgendwie ein bisschen komische Begründung. Außerdem kam mir die ein bisschen arg schnell. So ein paar Stunden später, ne, haben wir gedacht, ob das alles so ist. Dann haben wir abgewartet, was kommt denn da noch so an Stimmen. Und dann kamen ja dann durchaus so die ersten durchaus kritischen Stimmen. Die ersten Hersteller, die dann gesagt haben, naja, irgendwie ist das ja alles so weniger lustig, was da gerade passiert. Und ehrlich gesagt, ihr kennt euch und probiert selber aus, mit so einem anderen Hersteller unterhalten, unter vorgehaltener Hand werden die euch alle sagen, das ist richtig kacke. Da haben wir überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Dass uns die Microsoft jetzt hier querschießt und uns als die Deppen hinstellt, die zu dumm sind, selber Tablets zu bauen, ja, da haben wir überhaupt keine Lust drauf. Und ich weiß, ja, aber sie also waren es. Aber sie waren es. Hand aufs Herz. Ja, trotzdem. Trotz alledem. Wir haben Hand aufs Herz. Ja, wie auch immer. Ich sag ja, den Microsoft ist vermutlich gar nicht bewusst, was das für einen Rattenschwanz nach sich und welche Konsequenzen das hat. Doch. Also mir haben Hersteller gesagt, haben gesagt, wir haben das Thema bei uns aus unserem aktuellen Produktportfolio und Planung rausgenommen. Wir werden dort nichts machen. Ach. Mag jetzt eine Trotzreaktion sein erstmal, was weiß ich, keine Ahnung. Aber es ist schon etwas, was diese Branche, vor allen Dingen die OEM-Branche, extrem stark umtreibt. Und ich habe gestern mit dem Michael Dressen eben auch noch über das Thema gesprochen. Ja. Der war ja in Toronto. Ja, bei Microsoft-Partnerkonferenz. Partnerkonferenz. Und er sagt, er hat den Eindruck, dass Microsoft sehr wohl ziemlich rasch erkannt hat, dass dieses Thema extrem politisch ist, weil auf der ganzen Partnerkonferenz nicht ein Wort mehr über Surface gefallen ist. Die haben das Produkt nicht gezeigt, die haben nicht darüber gesprochen, es war keine Präsentation, es war nichts. Man hat dieses Thema komplett totgeschwiegen. Für mich ein klarer Hinweis darauf, dass man sich da jetzt doch etwas zurückhaltender gibt. Also Palmer hat es im Interview erheblich runtergespielt. In welchem Interview? Der hat mit der CRN, ja, mit Steve Burke ein Interview gegeben, nach seiner Keynote, was ein sehr interessantes Interview war. Und der hat die Surface-Geschichte total runtergespielt. So, und Michael Dressen meint in dem Zusammenhang, und das fand ich sehr interessant, er sagt, er glaubt, dass dieses über Jahrzehnte gewachsene Businessmodell, ich mache die Software, ihr macht die Hardware dazu, ein Auslaufmodell ist. Ah, das bricht im Moment total auf. Da hat er recht. Kriegen halt, Microsoft kriegt so viel Druck. Da kommt eine Google daher, die machen Software und Hardware. Da kommt eine Apple daher, die macht Software und Hardware.
Es kommt jetzt eine Amazon daher, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, die macht Software und Hardware, also Android, die bringen auch ihr eigenes Smartphone und. Also dieses Modell, so wie man es bisher kennt, weicht immer mehr auf und die haben immer mehr Schwierigkeiten, das irgendwie hinzubekommen. Er sagt, jetzt muss man halt einfach auch nach neuen Ideen und neuen Wegen suchen. Mhm. Und das ist mal ein Vorstoß in die Richtung. Es ist doch auch die herrliche Freundschaft zwischen Intel und Microsoft erheblich angeknackst. Die bröckelt auch erheblich. Und natürlich bricht das alles auf. Da hat er völlig recht, das ist absolut richtig. Aber aus der Sicht von Microsoft ist es aber trotzdem doch richtig. Wenn Microsoft der Ansicht ist, dass die Herstellerpartner aus den Möglichkeiten nicht das Optimale herausholen und sie der Ansicht sind, dass sie es können, dann werden sie doch mit dem Klammerbeutel gepudert, es nicht zu tun. Völlig richtig. Ich zweifle das auch überhaupt nicht an und ich halte für Microsoft im Übrigen für einen guten Hardwarehersteller. Mhm. Die haben im Peripherieumfeld, was Tastaturen anbelangt, was Mäuse anbelangt, keine Sache. Was Kinect anbelangt, was Xbox anbelangt und. Gute Produkte, gute Hardware, überhaupt keine Frage, das traue ich denen ohne weiteres zu. Nur wenn sie es dann machen, dann bitte auch richtig und dann auch durchziehen und aber diesen Kurs da jetzt zu fahren, ja, so nach dem Motto, ich habe euch eigentlich alle lieb, liebe Hersteller, macht bitte auch wieder weiter was von uns, aber gleichzeitig probier es auch mal ein bisschen. Das ist so das ein bisschen ist ja, schwanger. Das ist ja komisch. Das war von Anfang an komisch. Seltsam. Auch die Vertriebsstrategie, soweit sie beim Anfang erläutert haben, fand ich ja auch komisch. Das ist doch keine Strategie. Also doch. Nee, die Idee. Nein. Die Idee, ja. Dass man es nur in den eigenen Stores verkauft doch, und bei ausgewählten Online. Aber das ist doch ein Zeichen dafür, dass das niemals wirklich so in die Vermarktung sollte. Ist ja bei Amazon schon gelistet. Ja, es gibt es nicht in der Distribution. Es gibt Schmalspur, damit man es irgendwo überhaupt kaufen kann. Was eben meine Dings vom. Aber was soll das dann? Was soll ein Referenzprodukt. Ein Referenzprodukt, ja, sehe ich auch so. Und bei Microsoft ist seit anderthalb Jahren massiv verärgert über die Qualität der alternativen Tablets, der Windows-Tablets. Glaube ich Ihnen, ja. Und ich kann das verstehen. Ich glaube es ja auch. Und dann hat sich irgendwann einer hingesetzt und hat gesagt, mal auf, jetzt. Aber ehrlich, Andreas, ich kann es zum Teil nachvollziehen, aber ich kann auch nachvollziehen, dass die Hersteller sagen, ich habe die Faxen so dick, dieses Unternehmen Microsoft kriegt es seit 7 Jahren nicht hin, ein Betriebssystem zu liefern, was für diese Tablets geeignet ist und was für Smartphones geeignet ist. 7 Jahre lang haben sie es nicht hinbekommen, haben nichts geliefert. Dass der ein oder andere Hersteller dann sagt, ich schaue mir jetzt mal das Thema Android an. Ja? Ach, da kann man ja tatsächlich ordentliche Smartphones damit bauen. Es haben einige getan. Wenn du dir das Fujitsu-Tablet, schau dir das neue Fujitsu-Tablet an, Android. Der. Die haben auch gesagt, nein, wir warten nicht darauf, bis irgendwann Microsoft soweit ist. Wir gehen in Richtung, und wenn du auf der Computex unterwegs bist, hast du viele Hersteller gesehen, die alle sagen, ja wir probieren das auch aus. Klar. Ja? Also insofern. Und das kann Microsoft aber nicht einfach so laufen lassen. Nein. Richtig, das können sie nicht so laufen lassen. Und vor anderthalb Jahren haben die Android-Tablets ja auch noch nichts getaugt gegenüber dem Apple-Produkt. Ja, wird aber immer besser. Muss man, jetzt ne, kommt Jelly Bean. Natürlich wird es besser. Ein tolles Betriebssystem. Und das zeigt schon ganz deutlich, wie sehr der Markt in Bewegung ist und wie groß die Verunsicherung auf allen Seiten auch ist. Und wenn ich mir überlege, wie HP das Thema Tablet, jetzt sagen wir, verkaspert hat, dann wird mir ganz merkwürdig. Mhm. Und die hätten sogar eine Betriebssystemalternative gehabt, was Microsoft wohl nicht wollte. Aber das ist eine andere Geschichte. Eine andere Geschichte, aber ich halte jedenfalls diese... Aber diese Partnerschaften, diese engen Partnerschaften stehen im Moment auf der Kippe und wohin es in Zukunft geht, kann man im Moment überhaupt nicht absehen. Jeder sondiert und jeder spricht plötzlich mit jedem, was früher überhaupt nicht der Fall war. Also, ich habe es geschrieben, für mich ein klarer Tritt vor Schienbein. Und Christian, nicht nur meines Erachtens, nicht nur auf Tablet-Ebene, sondern wie zum Beispiel diese Veranstaltung von der Boston gezeigt hat, wo ich war, die stellen vor, einen Server, der auf ARM-Basis arbeitet. Und das sind Prozessoren, die im Handy verbaut werden. Ich meine, wenn sowas mal auf den Markt kommt, dann denkst du auch, hoppla, also hier ist ja irgendwie ganz interessant was los, weil normalerweise würden die alle erstmal mit Intel sprechen und dann ganz lange mit Keim, vielleicht mal mit AMD und plötzlich ist ARM und auf dem Sprung ins Rechenzentrum und das ist ja alles sehr interessant. Mhm. Also es geht auf ganz, ganz vielen Ebenen, laufen im Moment diese bewährten Partnerschaften auseinander. Richtig. Und es scheinen sich neue zu finden und ich glaube, es ist im Moment noch nicht wirklich absehbar, wo das dann endet. Ja. Wo das dann endet. Ja. Und interessant, um das zu unterstreichen,
ist doch die Äußerung von Balmer auf der Partnerkonferenz gewesen, in der Keynote zu sagen, wir werden gegen Apple an jedem einzelnen, auf jedem einzelnen Bereich Front machen. Ob das ein Telefon ist oder ein Tablet oder die Cloud oder was sonst noch kommt, überall werden wir da sein und dagegen schießen. Das war bis jetzt nie so deutlich gesagt. Nie. Und das ist mal die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, das war vom Burke in der CN USA auch ein recht interessanter Artikel. Das Thema Smartphone ist ja genauso ein Thema. Da ist ja die ganze Zeit schon irgendwie so am Kochen und so fühlbar. Die Handyhersteller kriegen das mit dem Windows Phone alle nicht hin. Und wie lange wird es noch dauern, bis Microsoft das selber macht? Und bisher hatte Microsoft massiv dementiert. Und die CN hat jetzt dann konstatiert, sie haben gerade auf der Partnerkonferenz eine Hintertür aufgemacht und gesagt, will sie. Das heißt, wenn es da hart auf hart geht und nichts kommt, halten die es für durchaus möglich, dass Microsoft trotz aller Dementis tatsächlich mit einem Telefon kommt und da richtig aggressiv in den Markt geht. Kann durchaus sein. Aber ich sag mir die Nokia-Geschäftszahlen anschaue vom letzten Quartal, ich halte den Vorwurf, die Hersteller haben es nicht hinbekommen, ein Smartphone zu bauen mit einem Windows-Betriebssystem drauf, halte ich für nicht haltbar. Weil du glaubst, weil dass Microsoft es für das Betriebssystem nicht hingekriegt hat, genau, das Betriebssystem richtig tauglich zu machen. So rum wird ein Schuh draus. Microsoft war nicht in der Lage, ein geeignetes Betriebssystem zu liefern, was auf Smartphones vernünftig läuft. Und wenn du dir den Marktanteil, ich habe gestern noch eine Statistik gesehen, US-Markt, Anteil Windows-Phones, also Smartphones mit Windows drauf, 0,3%. Ja, der ist zu vernachlässigen. 0,3%. Der Rest ist Android, ja, iOS, ist noch ein bisschen Symbian. Das kannst du einfach total vergessen. So, und man kann ja jetzt nicht sagen, dass Microsoft nicht ein Unternehmen ist, das bekannt dafür ist, dass es Betriebssysteme baut. Aber sie haben es einfach total verpennt. Ja, wir erinnern uns alle an dieses legendäre Video von Steve Ballmer, als man ihm das iPhone vor die Nase hält und ihn fragt, was halten Sie davon? Und er sagt, what? A phone for $500? Never! Und dann laut loslacht und so weiter. Also die haben das überhaupt nicht so richtig auf dem Radar gehabt. Und hierzu im Übrigen ebenfalls noch ein sehr interessanter Hintergrundartikel, den wir in den Shownotes drin haben. Der heißt Das verlorene Jahrzehnt, was bei Microsoft alles schiefgelaufen ist. Da bringt demnächst jemand ein komplettes Buch raus. Das ist ein Microsoft-Ingenieur, der mal darüber erzählt, wie es intern bei Microsoft zugegangen ist und warum er glaubt, dass die stehen geblieben sind. Mhm. Und er sagt, es gibt innerhalb Microsofts oder gab, ich weiß nicht, ob es jetzt schon geändert hat, ein Bewertungssystem oder Verfahren, wie immer du das mal nennen willst, das heißt Stack, wo es darum geht, du musst dich als Mitarbeiter gegenüber deinen anderen Mitarbeitern bewerten lassen. Bist du besser, bist du schlechter? Also du musst immer schauen, wo ist der andere? Und danach wirst du eben befördert, danach richtet sich dein Geld aus und so weiter und so fort. Was ist passiert? Diese Firma hat sich nur noch mit sich selber beschäftigt, also die Mitarbeiter haben nur noch mit sich selber beschäftigt und die haben sich nicht mit den Unternehmen draußen beschäftigt. Mhm. Und das ist ihnen jetzt zum Verhängnis geworden. Mhm. Und Apple hat es andersrum gemacht. Die haben immer gesagt, was gibt es draußen? Mhm. Was können wir besser machen? So, die haben einfach den ganz anderen Ansatz gehabt. So, das ist so seine Theorie und auch ein sehr interessanter Hintergrundartikel, um da mal ein bisschen Einblick zu bekommen. Mhm. Ja, das ist gut, was ja bei Microsoft auch bekannt ist, die Meetingkultur und. Ja. Und diese ganzen Sachen, das ist schon so. Nokia als Partner zu nehmen und zu sagen, mit denen ziehen wir jetzt Windows groß auf, dann setzt man auf dieses Lumia. Da haben wir auch drüber gesprochen. Hat gesagt, das wird das neue Flaggschiff und das wird Nokia retten. Habt ihr die Zahlen gesehen, die da abgesetzt worden sind? Es ist dramatisch wenig. Mhm. In den Staaten 300.000 Stück. Also das sehr exklusiv. Ja, ist wirklich sehr exklusiv. So, jetzt setzen sie den Preis runter und so weiter und so fort. Jetzt kommt raus, jeder, der sich dieses Lumia kauft, wird nicht auf das neue Windows-Betriebssystem upgraden können. Ja. Bis? Ja, wird nicht funktionieren. Damit ist das Ding tot. Ja. Warum soll ich mir heute ein Lumia kaufen, wenn ich weiß, im September kommt das Windows 8 und ich werde es nicht nutzen können? Also, Entschuldigung. Ja, das ist ein bisschen bitter. Das ist so bitter, da zuschauen zu müssen. Gut.
kannst du auch nicht ändern. Macht, was ihr wollt. So, haben wir jetzt schon fast alles gesagt. Vielleicht noch kurz die Meldung Nokia. Ihr habt es wahrscheinlich gestern auch gelesen. Die Nokia-Geschäftszahlen, die was Geschäftszahlen, ein Desaster. Es geht immer noch weiter runter. 1,4 Milliarden Euro erneut Verlust im abgelaufenen Quartal. Und im Quartal vorher, wer es nicht mehr auf der Pfanne hat, haben sie um die 370 Millionen Verlust gemacht. Das wird immer dramatischer, ist wirklich nicht zu fassen. Ja, aber der Kurs ist gestiegen, der Börsenkurs ist gestiegen. So, dann kommen wir kurz zum Thema Systemhäuser. Da haben wir nicht allzu viel drinstehen. Ja, Systemhäuser habe ich noch einen. Ja. Hast noch einen? Vielleicht noch mal kurz ein Update zu ADA und RICO. Ist ja, seitdem wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, eigentlich alles in den trockenen Tüchern. Mhm. Es werden zwei Manager von der RICO die ADA quasi führen. Und was mir jetzt so erzählt wurde und Kollegen bei der Recherche rausbekommen haben, will RICO sich ein Stück weit auch verändern und in die Richtung gehen, dass sie so ein Office-Komplettausstatter werden. Also du kannst bei der RICO quasi jetzt ein komplettes Büro haben mit allem drum und dran. Also nicht nur den Drucker, sondern eben auch den Beamer und den, was weiß ich, den Monitor kriegst du noch dazu und alles, was du eigentlich haben willst. Und machen tut's alles die ADA. Ne? Und die Telefonanlage. Und die Telefonanlage. Und richtig, die Telefonanlage. Ja, machen die alles. So sieht es also aus. Dann und machen soll es die ADA. Und machen soll es alles die ADA, genau. Integration. Und die Integration ist dann die verlängerte Werkbank quasi, die diese Integrationsaufgaben dann übernehmen wird. Ja, das ist immer interessant. Finde ich mal einen ganz interessanten und spannenden Ansatz. Mal schauen, ob sie da Erfolg haben. Jetzt haben sie ja die ersten Beamer vorgestellt und so weiter. Diese Arbeitsplatzgeschichte, das möchte HP ja auch mit der Zusammenlegung der Abteilung. Ich halte es nicht für uninteressant. Also, aber ich weiß nicht, ob Arbeitsplätze so funktioniert. Wir haben über das Thema Drucken vorhin gesprochen. Das Thema Drucken entkoppelt sich ja schon vom Arbeitsplatz wieder weit. Aber du nimmst halt ein Stück weit Komplexität raus. Ich kann mir schon vorstellen, so ein großes Unternehmen, die versuchen ja alles irgendwo in Excel reinzupressen. Ne? So, dass du das irgendwo so als Kostenpunkt irgendwo schön drinstehen hast in so einer Zelle. Ne? Mhm. Wenn da jetzt so ein Posten drinsteht, Büro Sachbearbeiter, Büro, Abteilungsleiter, was weiß ich, und dann gleich so der Preis dahinter und da ist die komplette, da ist alles einfach mit dabei. Mhm. Ich meine, den Controllern, die finden das super. Mhm. Ja, hast nicht mehr deine ganzen Einzelkosten, ne? Für den Schreibtisch das, für den Papiereimer das, der Drucker kostet das, der Computer das, die Lampe das, ne? Dann kriegt er noch einen Vorhang, weil Abteilungsleiter, ne? So. Das fällt da vielleicht ein Stück weit weg. Also wenn man so in die Richtung geht, finde ich gar nicht so uninteressant. Also Komplexität rausnehmen, könnte ich mir schon als Thema vorstellen. Es kommt halt wirklich darauf an, wie das dann adressiert werden kann. Ja. Nextira One, da gibt es auch ein Update. Da ist die Sanierung abgesegnet worden von den Gläubigern und die dürfen jetzt also loslegen und sich dann neu justieren. Und es sind ein paar weniger geworden. Es werden ein paar weniger werden, ja. Dann noch ein Hinweis, Ende August am 22. und 23. findet der Systemhaus-Kongress von Channel Partner in Düsseldorf statt. Tolles Programm, muss ich sagen. Gute Leute da, werden auch wieder die besten Systemhäuser Deutschlands auszeichnen. Auch das Ranking vorstellen der Top 25 Systemhäusern in Deutschland. Der Eintritt für 2 Tage inklusive der Abendveranstaltung beträgt 179 Euro. Und an dieser Stelle möchte ich bekannt geben, dass ich 5 Tickets hier verlose. Wer also Interesse hat, jeweils mit Begleitpersonen aus dem Unternehmen, muss allerdings als Grundbedingung Systemhaus sein, also keine Hersteller und keine Distributoren auf der Veranstaltung. Also wenn jemand im Systemhaus arbeitet und sagt, würde ich gerne hingehen, bitte einfach eine E-Mail an uns schicken. Ich lose das dann aus und kann man sich viel Geld sparen. Also 180 Euro pro kann man sich sparen. Firma Freiraum plant übrigens die Teilnahme. Wie sieht es bei dir aus, Damian? Wenn ich es terminlich irgendwie hinkriege, würde ich auch gerne dabei sein. Ja. Das finde ich schon mal interessant. Ja. Weil letztes Jahr habe ich es nicht geschafft, aber dieses Jahr habe ich es mir schon vorgenommen. Also das Programm und die Agenda steht auf der Webseite drauf. Ich habe es auch verlinkt. Da sieht man schon, Oliver Tuschig zum Beispiel auch sprechen, Cancom wird sprechen. Mhm. Die haben ja
Die Cancom, ganz interessant, die haben ja Glanzkinder gekauft, einer der ganz großen App-Entwickler-Firmen hier in Deutschland. Das fand ich einen sehr interessanten Schritt. Die gekauft haben, finde ich auch einen ganz, ganz interessanten Schritt, den die da gemacht haben. Und Klaus Weilmann sagt, das Thema Business-Apps wird ein richtig großes Thema werden. Ja. Und wir werden den Geschäftsführer von den Glanzkindern da haben, der mal über das Thema Business-Apps sprechen wird. Also App-Entwicklung ist ein großes Ding. Der Klaus Weilmann, der kommt doch gerade aus dem Lachen nicht raus, oder? Warum? Ich meine, guck dir den Cancom-Aktienkurs an. Der liegt bei über 15 Euro. Vielleicht ist er jetzt gerade ein bisschen runter, mal ein bisschen drüber. Aber 15 Euro, ich kann mich noch erinnern, das war 2008. Da war ich mal bei ihm in Jettingen-Scheppach. Da lag der Aktienkurs bei 1,80 Euro. Boah. Oder sowas. Mhm. Und da hatte er gesagt, Herr Sicking, finden Sie nicht, dass das ein bisschen unterbewertet ist für unsere Firma? Da war der Kurs, da war die Aktienbewertung für die Firma, glaube ich, irgendwie bei 28 Millionen Euro oder so. Mhm. Ne? Und jetzt ist der Kurs bei 15. Also ich kann mich ja richtig ärgern, dass ich damals nicht mal so einen Schwung den Dingern gekauft habe. Ne? Die Anteils, also das Management damals hatte gekauft, also Hotdor, Weimann und so weiter, die haben da alle so mal so 7.000 Aktien nochmal eingesammelt und so. Komm, der hat ja nicht viel gekostet. Nee, ne? Das ist schon Wahnsinn, oder? Und ich habe nicht gesehen, dass sie es mittlerweile wieder veräußert haben. Mhm. Also da konnte man das wäre echt mal ein Ding gewesen. Ja. Mhm. Sind ja jetzt auch im TechDAX vertreten. Also gut, war ja unterbewertet. Nicht schlecht. Wurde ja verprügelt für, also bitte? Die waren ja auch massiv unterbewertet. Sicher, klar. Muss man und sagen. Machen für ihre Größe echt auch einen exzellenten Job. Also sind jetzt seit 3 Jahren hintereinander bestes System aus Deutschlands geworden. Ja, ja. Also gewählt von den Lesern der Computerwoche. Aha. Ja, das ist schon interessant. Ich hab noch einen hier aus dem Bereich mittelgroße Systemhäuser. Auch im Segment mittelgroße Systemhäuser schreibt mir Andreas Tratz, der ist Geschäftsführer von K&K Networks aus kommen die hier aus der Nähe von Dortmund, Siegen, glaube ich. Mhm. Entwickeln sich die Geschäfte gut. Der hat im vergangenen Jahr eine Umsatzsteigerung gehabt von fast 20%. Mhm. Der ist so ein mittelgroßer Laden, hat 29 Leute zu laufen. Mhm. Macht so um die 4 Millionen Euro Umsatz. Und der sagt, bis Ende Juni hat er ein kumuliertes Umsatzwachstum von 63%. Hui. Also richtig massiv und auch ein Ergebniswachstum. Das ist interessant, weil das passt jetzt gar nicht zu dem. Zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Mhm. Und jetzt ist interessant, er schreibt mir, besonders da wir sehr dienstleistungsgetrieben sind, der ist im Dienstleistungssegment sehr stark unterwegs und hat anscheinend eben größere Rahmenverträge abgeschlossen über eine Laufzeit von 24 bzw. 48 Monaten. Aha. Also der macht da auch Outsourcing für mittelständische Unternehmen. Das ist schon recht interessant. Mhm. Das ist recht interessant. Und er ist unterwegs mit dem Thema Microsoft Lync, hat da wohl ein Kompetenzcenter gegründet, das hat er mir neulich auf einer Veranstaltung erzählt. Mhm. Und da gehört er zu einem der ganz wenigen in Deutschland. Mhm. Und da muss sehr hohe Nachfrage herrschen. Ja. Und das bringt mich zu einem anderen Punkt. Ich habe neulich mit einem Systemhaus gesprochen aus Köln. Der macht Outsourcing auch für mittelständische Unternehmen und auch für kleine Unternehmen. Und zwar Outsourcing heißt da, wir sind deren externe IT-Abteilung. Mhm. Und der sagte mir, er hatte letztes Jahr das beste Jahr der Unternehmensgeschichte und bereits jetzt würde feststehen, ich habe mit dem gesprochen so vor 6 Wochen, bereits jetzt würde feststehen, dass dieses Jahr auch wieder das beste Jahr der Unternehmensgeschichte würde. Also er toppt nochmal. Interessant. Und der ist zu 80% mit Dienstleistung unterwegs. Das heißt, Umsatzanteile in Hardware oder überhaupt im Produktgeschäft ist 20%, sehr gering. Mhm. Sehr gering. Und dann sagen dann einige, so weit sind wir noch nicht, das wäre schön, wenn wir da, wenn wir an dem Punkt auch schon wären. Weil der sagt, er ist da völlig konjunkturunabhängig. Mhm. Und der meinte auch, wenn es Neukundengeschäft nicht so gut geht, du hast in Bestandskunden immer noch Möglichkeiten zu steigern, weil es immer neue Dienstleistungen gibt, neue Service-Levels und neue Bereiche, in denen man noch anbieten kann. Und er sagt, er hat in seinen Bestandskunden unglaubliches Steigerungspotenzial. Mhm. Und so ähnlich ist der Tratz hier auch unterwegs mit K&K Networks. Mhm. Und das ist doch, und das war auch spannend. Mhm.
Ja, das, genau. Das ist interessant, weil es halt ein bisschen auch dem widerspricht, was man draußen gerade auch aus der Distribution hört, die halt sagt, im System, im Infrastrukturgeschäft, da läuft derzeit, ich will nicht sagen wenig, aber da ist eine Abschwächung zu spüren. Ich meine, auch Herr Schickram, mit dem hatte ich vor einiger Zeit auch telefoniert, da hat gesagt, Geschäft läuft. Läuft. Mhm. Ne? Also ja. Offensichtlich, ja. Ich meine, das ist ja auch im Zusammenhang jetzt mit Neckermann so und vorher dann auch mit Schlecker diskutiert worden. Das sind dann Unternehmen, ja, die gehen in die Insolvenz, obwohl eigentlich die Einzelhandelsumsätze in Deutschland so schlecht nicht sind, sogar ein kleines Wachstum verzeichnen können. Also man kann nicht von Insolvenzen einzelner Unternehmen oder wenn es Unternehmen schlecht geht, immer sofort auf die gesamte Branche oder ein Segment schließen. Also es sind schon oft auch Sonderfaktoren. Ja. Ne? Wobei auf der anderen Seite ist natürlich so, die Jungs hier sind dienstleistungsgetrieben. Der Schickram, weiß nicht, wie stark der bei Dienstleistungen unterwegs ist. Die sind dienstleistungsgetrieben, die haben ein anderes Problem. Und das ist ein Problem, was viele Systeme oder schon eine ganze Zeit haben, ist, die kriegen nicht genug fachkundiges Personal dran. Das hat mir der Tratz hier auch geschrieben. Ja. Seine größte Herausforderung ist, das richtige Personal zu kriegen. Der aus Köln meinte das auch. Die Experten und den Nachwuchs dann reinzukriegen, das ist schon erheblich schwierig. Und man wirbt sich da in der Systemauslandschaft, heißt die Leute ab. Kommt zum Systemauskongress, da wirst du genau über dieses Thema nochmal Informationen aus Hester Arndt kriegen. Da haben wir Da sind sie alle da. Da sind sie auch alle da. Und wir werden da auch Zahlen dazu zeigen. Ja. Wie viel Besucher hast du da normalerweise? In der Regel sind so zwischen 120 und 150 Besucher da. Oh, das ist aber ordentlich. Also verteilt dann über zwei Tage. Der erste Tag ist eher so vertriebsorientiert, haben wir so Vertriebsthemen vorwiegend. Und am zweiten Tag sind eher dann so Strategiethemen. Ja, ah, das ist interessant. Da bin ich sehr gespannt drauf. So. Das war es zum Thema Systemhäuser. Jetzt schauen wir mal Unternehmen und Märkte, was wir da vielleicht noch uns raussuchen könnten. Ich glaube nicht, dass wir alles durchgehen wollen. Ah ja, vielleicht ein ganz interessantes Thema, das wir schon ein bisschen angesprochen haben, aber nochmal erweitern könnten, ist PC-Markt. Ja. Auch da habe ich mit dem Michael Dressen drüber gesprochen, oder nicht ich mit ihm, sondern er mit mir. Weil er gesagt hat, also die Vorzeichen, die er da so sieht, und die sieht er schon seit Juni, diese starke Abschwächung im PC-Markt, er glaubt, dass die Spitze jetzt endgültig erreicht wird und dass wir uns darauf einstellen müssen, dass es jetzt von Jahr zu Jahr einfach ein Stück weiter runtergehen wird. Er glaubt, der Peak ist mehr oder minder erreicht. Es werden einfach neue Formfaktoren, allen voran Tablets und Ähnliches, immer stärker gefragt werden. Und von daher glaubt er, oder sagt er, sollten wir uns alle darauf einstellen, dass dieser Markt runtergehen wird? Aber was meint ihr mit PC genau? Desktop-PC? Den Desktop-PC, ja. Ja, gut. Weil das ist ja... Desktop-PCs meint er, also meint auch aber Notebooks. Aber was mit Notebook? Notebook sagt, Ultrabooks sind totaler Flop. Bis jetzt ist da nicht viel passiert. Nicht verkäuflich. Nee, ist bis jetzt nichts passiert. Liegt natürlich auch am Preis, muss man ganz klar sagen. Es sind halt Notebooks, die 1400, 1600 Euro gleich mal kosten mit einer ordentlichen Ausstattung. Da wird man jetzt natürlich auch versuchen, den Preis noch ein Stück weiter runterzudrücken, dass man halt in die Region eines MacBook Air, der dann nun mal den großen Marktanteil hält, auch hinkommt. Intel hat ja auch bekannt gegeben, dass sie äußerst unzufrieden sind mit dem Absatz der Ultrabooks und lange nicht die Ziele erreicht haben, die sie sich da vorgenommen haben. Und habt ihr auch gesprochen über Windows 8? Wir haben auch über Windows 8 gesprochen. Ja, also der Michael Dressen sieht das Thema sehr zurückhaltend. Ja. Er glaubt, dass Windows 8 nicht das geeignete Betriebssystem ist, um viele Leute, vor allen Dingen Firmenkunden, zu begeistern. Was einfach dem geschuldet ist, dass die Bedienungsoberfläche so eine große Umstellung ist, so ein großer Bruch ist, dass Firmen sagen, nee, wir lassen unsere Systeme erstmal so, wie sie sind. Mit dieser Metro-Oberfläche passt nichts. Und er sagt, und ich meine auch, der Weinmann hätte mir das schon gesagt, er glaubt, das ist ein Betriebssystem, was eigentlich für Tablets konzipiert ist, man auch auf PCs laufen lassen kann, aber dafür einfach suboptimal geeignet ist. Und getreu dem Motto, das ja gilt bei Microsoft, dass nur jedes zweite Betriebssystem oder jede zweite Betriebssystemgeneration gut wird. Ne? Wissen Sie ja, 95
so kannst du ja abzählen, ne? Kannst abzählen. Also Vista war da nichts. Mit den Monaten. Windows 7, ja, Windows 7 gibt es ja da so ja, ja. Statistiken da drin. Ist Windows 8 wieder dran, ein Flop zu werden, nachdem Windows 7 ja doch guter, großer Erfolg war. Ne? Mhm. Wobei viele sagen im Moment, dass der PC- und Notebook-Markt so schwach ist, wie er ist, liegt daran, dass sehr viele auf Windows 8 warten. Ich glaube, und da redet jetzt, man sich gerade schön. Nicht mehr, ich glaube nicht, dass man sich schön redet. Ich glaube, das spielt eine Rolle, ob dann die Welle so kommt, wie sie dann kommt. Oder ob die Leute völlig enttäuscht sind und dann gar nichts machen. Mhm. Also ich glaube, im Moment redest du nicht gut, schön. Ja, wenn du so zeitlich trennst. Ja. Genau, ich glaube, im Moment hält man zurück und schaut, was da kommt. Wenn Windows 8 dann kommt, ob dann die Welle kommt, ist die wirklich interessante Frage. Aber ich glaube, es spielt schon eine Rolle. Und ich denke, ich weiß nicht, ob die Oberfläche so für Tablet gemacht ist oder was. Ich halte die Oberfläche für interessant. Ich halte es für sehr innovativ. Allerdings ist es so, wenn ich mir anschaue, und jetzt wieder im Hinterkopf Thema Drucken und den Menschenfaktor, in Büros sitzen meistens sehr konservative Menschen, die mit jeder neuen Windows-Version bis jetzt schon überfordert waren, außer mit dem Startknopf, von dem ich nie wusste, wofür er eigentlich gut ist. Den vermissen ja alle. Und wenn du dann sagst, normal müsste der Erfolgsfaktor jeder neuen Windows-Version war eigentlich, dass man immer die Windows-Version vorher in der Oberfläche emulieren konnte. Das heißt, es gab immer einen Knopf, gehe zurück zur alten Oberfläche oder nimm die neue Oberfläche hier. Und ich weiß aber nicht, ob das bei Windows 8 gibt. Wird es auch geben, ja. Weil ich habe mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, also meine Techies haben das noch nicht gefunden. Und meine Kunden sind alle extrem nölig und unzufrieden mit der neuen Oberfläche. Wenn man zurück kann, denke ich, werden doch sehr viele aufs neue Windows gehen, es aber benutzen wie das alte. Und ich glaube, es gibt eine Generation, gerade jüngere Leute, die sagen, hey, so soll doch eine Oberfläche aussehen und die da sehr selbstverständlich mitarbeiten werden. Ja. Also das denke ich schon. Ich bin da auch mal wirklich gespannt. Aber ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe es auch noch nicht selber in der Hand gehabt. Ich habe es mir angeschaut, aber noch nicht selber mitgearbeitet. Mhm. Und das siehst du erst, wenn du dann wirklich mal Hand anlegst. Länger als 5 Minuten. Okay, Doc, wenn ihr mal auf die Liste schaut, seht ihr noch einen Punkt, wo ihr sagt, im Bereich Unternehmen und Märkte, das sollten wir unbedingt noch ansprechen? Sonst würde ich jetzt... Nee, nicht wirklich. Der Microsoft hat den ersten Verlust der Geschichte geschrieben. Das war die Abschreibung. Genau, weil die Hintergrundgeschichte ist ja schon Online-Bereich. Für 6,3 Milliarden gekauft, 6,3 Milliarden abgeschrieben. Also was ein echter Wahnsinn. Ja. Was ein echter Wahnsinn. Ja, das stimmt. Dann kommen wir zu unserer berühmten, berüchtigten Rubrik heute vor 10 Jahren, beziehungsweise Monat Juli, was vor 10 Jahren die Branche damals bewegte. Vielleicht mal kurz aufgezählt. Damals vor 10 Jahren, die IBM hat PwC gekauft, also PricewaterhouseCoopers. Mhm. Nee. PricewaterhouseCoopers. Genau. Wir wissen, wen du meinst. Genau. So damals vor 10 Jahren akquiriert. Bei Tech Data hat damals der ehemalige C2-Interimchef, der Henrik Funch, den Brotliner verlassen. Der Funch, 10 Jahre das her. War ein Norweger. Ach, über den haben wir auch neulich schon mal gesprochen. Hat man schon mal drüber gesprochen, genau. Dann gab es Knatsch bei Actavis. Der Michael Urban hat damals den William Gaines freigestellt in dem Monat, auch 10 Jahre her. Bei Actavis hat es immer mal wieder so diese Management-Shakeouts gegeben, diese ganz massiven. Anhaltend bis heute. Hat es immer wieder gegeben, auch als die Bärbel Schmidt angefangen hat. Das ging los mit 3-4 spektakulären Entlassungen. Ja. Wirklich, das kannst du dich noch erinnern. Das war wirklich so. Und das ging dann noch eine ganze Zeit so weiter. Es waren zuerst aus dieser ersten Führungsriege und dann aus der Organisation hat es extrem viele Abgänge gegeben. Kann ich mir noch ganz genau daran erinnern. Das war einmal richtig wild durchgeschüttelt. Das müsste man mal nachschlagen. Das war heftig. Das ist interessant. Das war wirklich heftig. Fleißaufgabe machen. Ja. Dann Ron Sommer ist damals, hat dann damals seinen Abgang hingelegt. Ist das schon 10 Jahre her? Ich glaube es ja nicht. Ich hätte jetzt gedacht, ist das erst 10 Jahre her? Echt? Nee, ich hätte gedacht, das ist schon 10 Jahre. Danach war ja dann der Ricke, ne? Ja. Kurze Zeit später. Ja. Mhm. Ron Sommer war ja auch nicht unumstritten am Schluss, ne? Da war aber auch irgendwie ein paar Affären, über die er dann gestolpert ist, ne? Meine ich, noch irgendwie in Erinnerung zu haben. Also,
Das weiß ich nicht mehr. Na, ich glaube, irgendwas war da noch. Naja, ihm kam sicherlich halt eben es war ja die Volksaktie. Die Volksaktie, ich wollte es gerade sagen. Und die Volksaktie, die entwickelte sich dann ja zum Desaster. Ja. Und musste auch eben der Sommerkönig, der Sonnenkönig dran glauben. Genau. Mhm. Dann vor 10 Jahren gab Microsoft seinen Einstieg ins WLAN-Geschäft bekannt. Das habe ich extra mal rausgesucht. Microsoft hätte also damals tatsächlich ernsthafte Pläne, also richtig in das WLAN-Geschäft einzusteigen, allem drum und dran, mit Hardware. Nie wieder was gehört. Nee, ja. nee. Das haben sie einfach nicht umgesetzt. Aha. Dann der Oliver Schallhorn, kennt sicherlich auch der eine oder andere. Ja, klar. Der hat damals bei Magirus aufgehört und ist ja dann zu Fritz und Matscholl gegangen. Zu den Ulmern. Mhm. IBMer, großer IBM-Partner und hat da ja jetzt auch aufgehört und ist dort auch raus. Nach 10 Jahren. Ja. Ja. Weiß jemand, was der im Moment macht? Nee, ich glaub, also ich weiß es nicht. Vielleicht macht er auch gar nichts. Ich guck mal bei Xing. Das ist ja ein Schwabe, der hat sein Häuschen bestimmt schon lange abbezahlt. So, dann der Computerdienstleister, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere an Homejumper, ist pleite gegangen. Da hat ja dann die PC-Spezialist relativ großes Interesse dran gehabt, gesagt, kommt alle zu uns. Und IT-Handel, das fand ich auch ganz interessant, die Zahl der PC-Assemblierer weiterhin ungebrochen hoch. Und wir redeten vor 10 Jahren damals von etwa 7.300 PC-Assemblierern. Nein, damals gab es deutlich mehr. Gab's deutlich oder war es mehr? Es waren sogar noch mehr. Es waren deutlich mehr. Andreas, wie viele gibt es heute noch? Heute gibt es nicht mehr viele. Auch heute gibt es absolut wenig. Keine 1000. 2000? Keine 1000. Keine 1000 mehr. Würde ich mal sagen. Guck mal hier, der Oliver Schallhorn, der steht aber immer noch in seinem Xing-Profil als Geschäftsführer Fritz und Matzel. Der Oliver Schallhorn, der ist einmal im Jahr in seinem Xing-Profil. Denn wenn du da eine Nachricht schickst oder sowas, also kriegst du nie eine Antwort. Ah, okay. Oder ein Jahr später eben. Wo steckt denn der jetzt? Ja, das wollte ich ja gerade jetzt eruieren, aber da erfahre ich es nicht. Also jetzt hier steckt er immer noch bei Fritz und Martial. So, gut. Das war's zu heute vor 10 Jahren und wir kommen zu den Picks. Damian, fangen wir mit dir an, bei dir steht nichts drin. Ja, weil ich das erst heute Mittag, als ich mein Täschlein gepackt habe, ist mir das wieder ins Auge gefallen. Und ich weiß, dass viele unserer geneigten Hörer begeisterte Sportler sind. Weißt du das? Halb professionell. Okay. Also enorme Leistung. Hallenhalmer. Genau. Mit einhändige Fluppe drehen in der Tasche. So gab es früher immer noch. Und jetzt stehen ja auch die Olympischen Spiele vor der Tür. Damit sind wir in der Sportrubrik, Andreas, die dich ja besonders interessiert. Sport. Das interessiert mich brennend. Mit Ernst Huberti. Also was ich total gern gucke, übrigens bei Olympiade, ist Gewicht heben. Tatsächlich. Das gehört zu einer der wenigen Disziplinen, die wirklich, ich könnte mir stundenlang anschauen. Ja. Gewichtheben, der Frauen Gewichtheben oder der Männer. Ich, hast du das schon mal gemacht, Gewichtheben? Nee. Also ich habe das natürlich auch gemacht damals, also das, als ich noch richtig Leistungssport gemacht habe. Das ist eine interessante Szene. Diese Gewichtheber-Szene ist wirklich interessant. Aber heute soll es nicht ums Gewichtheben gehen, sondern ich habe mal wieder einen Literaturtipp für euch und für die Hörer draußen zu Hause. Und zwar gibt es hier ein Büchlein, das ist von Ingo Frohböse und Peter Grossmann. Und das heißt Dumm kickt gut. Dumm kickt gut. Dumm muss kickt es, gut. So muss es heißen. Man kennt das ja eigentlich mit einem bisschen anderen Wortlaut. Dumm kickt gut. Klingt fast genauso. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber die Buchstaben sind ein bisschen anders. Und da geht es um Sportirrtümer. 44 Sportirrtümer oder 45 Sportirrtümer, okay. Wie zum Beispiel eben das die guten Gucker irgendwie nur begrenztes Intelligenzvermögen haben, was eben auch nicht stimmt, so zumindest die Autoren. Also wer ja hochintelligent sein soll, muss dieser Lukas Podolski sein. Das soll ja echt eine Leuchte sein. Kannst du mal sehen. Ja. Dieser Lukas Podolski. Oder jener. Jener Lukas Podolski. Oder jener, ne? Lukas Podolski. Also das ist total interessant. Hier, da gibt es so halt eben so Mythen wie zum Beispiel Sport macht glücklich oder Dehnen verringert die Verletzungsgefahr oder
Ausdauertraining ist gesünder als Krafttraining und so weiter und so fort. Ja, das sind Mythen. Ja. Und klar. Der Peter Grossmann, den kennt der eine oder andere vielleicht aus dem Morgenmagazin, ARD oder ZDF, keine Ahnung, der moderiert das. Und der Ingo Frohböse, der ist tatsächlich ein ehemaliger Studienkollege und Vereinskollege von mir aus Köln. Der ist jetzt Professor an der Sporthochschule und ich hatte damals auch an der Sporthochschule studiert und war auch im ASV Köln in dem Leichtathletikverein und da war der Ingo auch. Sehr guter Sprinter, der hatte, glaube ich, irgendwie eine Bestzeit elektronisch gestoppt von 10:20 oder sowas, also richtig gehörte zur Spitze. Und der ist jetzt richtig prominent geworden als Sportwissenschaftler und die beiden haben halt dieses gemeinsame Buch geschrieben. Ich lese das zurzeit und ich kann mir vorstellen, dass das für ganz, ganz, ganz viele unserer sportbegeisterten Hörer auch sehr interessant ist und mit Gewinn zu lesen. Schickst du mir Sport verhindert Zellulite zum Beispiel, also ach. Ja, also total. Ammenmärchen. Ist ein Ammenmärchen. Ja. Tut es nämlich eben nicht. Das hat andere. Das heißt, ich kann wieder aufhören. Das ist erschienen im Verlag Lübbe. Kostet 14,99 Euro hier in Deutschland. In Österreich kostet es 15,50 Euro. Dies nur für unsere internationalen Hörer. Ich finde das interessant, wie das Pricing innerhalb dieser EU, wie das Pricing immer so unterschiedlich sein kann. Eigentlich sollst du doch denken. Warte, hier ist auch noch ein Kapitel für Christian. Lass mal eben gucken. Hier steht's. Im Alter nur noch Sport im Schongang ist also auch ein Mythos. Christian, kann's voll reinklotzen. Voll reinhauen. Okay. Blutquetsche wieder auspacken zum nächsten. Halbmarathon aus dem Stand. Zieh's durch. Komm, genau. Song. Machen wir schnell 20 Kilometer. Scheißegal, wird schon irgendwie gehen. Kein Thema. Ist gesund jedenfalls. Gut, wunderbar. Okay. So, Andreas, du hast. Ich habe auch was. Ich habe nämlich ein neues Handy. Du hast dich TK-technisch. Und das muss ich wirklich empfehlen. Ich wollte ganz kurz vorher einschieben, weil ich gerade nachgeschlagen habe. Oliver Schallhorn, Fritz und Masiol. War er, ja. Habe ich gerade nachgelesen. Ja. Im Januar wurde bekannt gegeben, dass er ausscheidet. Ja, ja. Und er soll aber angeblich noch bis Mitte 2013 für die Gruppe aktiv sein. Ah, okay. Wenngleich auch nur beratend und ausgesuchte Kunden und Projekte betreuend. Insofern stimmt der Xing-Eintrag. Insofern stimmt der Xing-Eintrag irgendwie schon noch. So. Ja, also ich habe ja. Eins der Dauerwitz-Themen dieser Sendung war ja mein eher antiquiertes Nokia-Handy, was ich immer beibehalten habe, E61, was ich nach wie vor für ein Spitzengerät halte, mit dem man alles machen kann. Und ich habe jetzt seit ganz kurzem ein Samsung Galaxy S3, also das neue Samsung Galaxy. Das Flaggschiff. Im Android-Bereich. Und ich muss wirklich sagen, es ist ja toll. es ist wirklich toll. Ich bin mit dem Gerät super zufrieden. Das Einzige, was noch nicht so richtig flüssig geht, ist Tippen. Das hatte ich aber schon befürchtet. Das dauert aber eine Zeit. E61 hatte vorher so eine BlackBerry-Tastatur. Genau, das E61 hatte eine feste Tastatur mit Umlauten auf der Tastatur, was man nicht mehr findet. Wobei dieses T9, was das Handy hat, also diese Tipphilfe, funktioniert recht gut und ist auch lernfähig. Also es geht schon zügig vorwärts. Ich habe erst einen Artikel draufgeschrieben, aber ich trainiere schon für den zweiten Artikel. Immerhin. Aber immerhin einen. Aber der war nicht ganz lang, 1500 Zeichen. Kannst du nicht wie Siri auf dem iPhone mit Spracherkennung, also dass du einen Text diktierst? Ja, das kommt in der U-Bahn immer ziemlich gut, wenn man drin sitzt und sagt, Computer, schreib mir. Okay. Das ist nicht so ohne weiteres in den Umgebungen so praktikabel. Ja, verstehe ich. Aber mit dem Tipp. Und was ich ja total gelungen finde und deswegen kann ich jedem Hörer oder jedem Händler auch nur empfehlen, Freunde, beschäftigt euch mit den Smartphones. Seit Jahren schon, kann man das nur sagen. Anwendungsintegration ist ja, glaube ich, der Schlüssel hierfür. Anwendungsintegration ist total super, wie die einzelnen Anwendungen miteinander sprechen. Und wir stehen hier noch ganz am Anfang. Ich muss wirklich sagen, dieses Telefon hat die Art, wie ich arbeite, deutlichst geändert. Ja. Deutlichst geändert, obwohl es Kleinigkeiten sind. Ja. Muss man wirklich sagen, ich habe es im Urlaub dabei gehabt. Sehr interessant ist die Navigation.
ich bin mit Google Maps unterwegs. Mhm. Das kann man ja auch offline, offline verwenden. Ich habe in Brandenburg im Wald gestanden und das Ding lokalisiert mich total präzise. Es kennt jeden blöden Waldweg, der auf keiner Karte mehr drauf ist. Mhm. Also es, es ist wirklich toll. Das ist jetzt eine Anwendung. Und wie die Anwendungen dann miteinander sprechen, ist echt ganz toll. Mhm. Ist ganz toll. Ich bin völlig begeistert. Ist was total anderes. Obwohl die Funktion, was weiß ich, E-Mails lesen, Texte schreiben, online gehen, auch im anderen Telefon waren. Es ist sehr geschmeidig, wie, was weiß ich, Xing komplett integriert ist. Wie man dann Xing-Kontakte mit Outlook-Kontakten abgleichen kann und mit Telefonkontakten. Also es ist wirklich toll. Ich bin völligstens begeistert. Die, die Skype-Integration finde ich ziemlich gelungen. Ist schon toll. Mhm. Ja, möchte ich auf keinen Fall drauf verzichten. Akkulaufzeit, kann man da was dazu sagen? Akkulaufzeit, also ich komme, gut, ich verwende es ziemlich viel. Ich komme mit einer Akkuladung über den Tag. Mhm. Und dann muss es aber wieder ans Netz. Mhm. Gut, wobei das ist auch eine iPhone Frage, völlig genauso. Ja, aber das ist auch eine Frage der Zeit, ja, denke ich. Und letztendlich auch eine Frage der Gewöhnung im Übrigen. Ja, also, dass ja abends das stimmt. Man, ich hänge es halt abends dran. Und gut, für mich ist die Umstellung nicht ganz so fies, weil das E61 war schon relativ alt. Und die Akkus werden im Laufe der Zeit natürlich auch nicht besser, auch wenn man dann ab und zu neue nachkauft. Mhm. Und die hatten dann auch nur noch eine Laufzeit von einem Tag, anderthalb Tagen. Mhm. Das heißt, ich habe es ohnehin immer ans, ans Netz gehängt abends. Also von daher ist die Umstellung gar nicht so. Vielleicht groß. Noch eine Frage, die ich noch dazu hätte, jo, was, denke ich, auch vielen wichtig ist. Synchronisierung von Adressen, Terminen und Ähnlichem? Habe ich eben gemacht, funktioniert total problemlos. Obwohl du, also du arbeitest mit MacBook, muss man dazu sagen? Ich arbeite oder habt ihr Exchange irgendwo im Einsatz? Nee, ich arbeite mit MacBook, ich habe Exchange, also ich habe auf dem MacBook Exchange zu laufen. Okay. Und ich konsolidiere aber noch mein GMX-Konto da rein, konsolidiere noch mein Xing rein. Was habe ich denn noch? Das Facebook mag ich nicht drin haben, das lasse ich außen vor. Ja. Google Mail habe ich nicht. Mhm. Aber alles, was so an Mails unterwegs ist, geht alles in ein System. Geht alles rein, ja. Funktioniert ganz hervorragend. Kalender auch, habe ich jetzt kürzlich erst gemacht. Und interessant ist auch, seit ich die Integration gemacht habe, und ich weiß nicht genau, warum das so ist, konnte mir auch unser Techniker nicht beantworten, bekomme ich meine SMS auch ins E-Mail. Mhm. Und das fand ich wirklich auch interessant. Wobei interessanterweise das Outlook die Telefonnummern der SMS nicht zuordnen kann. Das heißt, es kommt als Absender immer eine Telefonnummer. Und der blickt nicht, dass die Telefonnummer dann in irgendeinen Kontakt gehört und keine E-Mail-Adresse ist. Da weiß ich nicht, warum es so ist. Aber ich finde das auch ganz witzig, dann SMS zu kriegen und das dann auch auf den Rechner zu kriegen und umgekehrt. Ja, es ist nur schade, dass meine SMS an dich mich nach wie vor Geld kosten wird. Also wenn du zwischen iPhone-Usern ja eine SMS schickst, dann geht die ja übers Internet und kostet nichts mehr. Ja, aber du kannst mir jederzeit auf Skype Messages schicken, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Ja, und was auch, was natürlich beeindruckend ist bei den Telefonen, ist, da steckt ja eine Rechenleistung dahinter, das ist schon der Hammer. Mhm. Also das ist ja Quad-Core. Das ist ja schon wirklich wow. Und tolle Grafik und das ist so eine Erfahrung, die normalerweise beim Apple hast, das funktioniert einfach alles. Und man macht, und es ist sehr intuitiv. Ja, das ist ja nicht selbstverständlich. Ja, ich bin Hardcore-PC-Nutzer seit über 20 Jahren und sag mal so, musste ich auch noch nicht allzu oft neu booten. Und abgestürzt ist mir auch noch nicht. Ja. Was ich von meinem MacBook nicht behaupten kann. Ja, das ist einer der Gründe im Übrigen, warum diese Smartphones mit Android so erfolgreich sind. Ja. Also das funktioniert einfach, die haben eine gute, tolle Oberfläche. Du kannst eigentlich alles problemlos damit machen. Ne? Also das ist schon wirklich der Hit. Mhm. Das ist wirklich der Hit. Preis? Was zahlt man für so ein Ding? Zwischen 500 und 600. Stimmt das? Ich glaube ja. Ich habe das mit irgendeinem Vertragsupgrade billiger gekriegt oder? Halbwegs günstig gekriegt. Okay. Und Christian, wovon bist du so begeistert? Ja, ich mache im Smartphone-Bereich sozusagen weiter. Ich habe heute mal drei Apps, die ich kurz vorstellen möchte, die neu auf meinem iPhone bzw. auf dem iPad sind, die ich empfehlen kann. Auf Smartphone installiert habe ich mir MyTaxi. Hat vielleicht der ein oder andere schon davon gehört. Jupp. Diese Applikation gestattet es einem,
dass man erkannt wird, wo man im Moment gerade steht und auch angezeigt wird, wo gerade die nächsten Taxen unterwegs sind. Und ich kann dann da draufklicken und dann wird der Taxifahrer informiert. Der weiß dann auch, wo ich bin und holt mich dann direkt dort ab. Was die jetzt noch neu mit reingemacht haben, ist, dass ich dort jetzt auch bargeldlos bezahlen kann. Mhm. Das heißt, ich sitze in dem Taxi drin, dann gebe ich nur noch meine PIN ein, gibt dem Taxifahrer so und so viel Trinkgeld, auch das kann ich dort kurz einstellen, klicke einmal drauf und dann wird es von meinem PayPal-Konto bzw. der Kreditkarte einfach abgezogen und dem Taxifahrer gutgeschrieben. Das finde ich sehr praktisch, weil ich habe manchmal einfach auch zu wenig Bargeld dabei und dann muss man mit der Kreditkarte da rumfummeln und so. Mhm. Geht so einfach ein Stück weit schneller und finde es einfach klasse, dass ich sofort sehe, welche Taxen auch in der Nähe sind, welches ist dann am schnellsten bei mir. Ich kann mir sogar den Fahrer anschauen, die haben ja ein Bild mit drin, komplette Beschreibung. Mhm. Es wird richtig transparent. Aha. Und die Taxizentralen kotzen ja gerade alle ab. Ja, ja. Ne? Das ist also klar, weil da wird deren Geschäftsmodell ja quasi an die Wand gefahren. Ja. Das, die zweite App, die ich empfehlen möchte, ich habe sie gerade mal auf dem iPad geöffnet, ist Flugradar24, eigentlich eher was für Liebhaber des Luftverkehrsraums. Ich bin nur ein bisschen zufällig drauf gestoßen. Ich muss sagen, ich bin keiner dieser sogenannten Planespotter, wie die ja heißen, die ja am Flughafen sozusagen campen und dort mit Kameras mit, ich weiß nicht, 3 Meter Objektiv dort stehen und jedes einzelne Flugzeug da genau fotografieren. Aber wer mal so ein bisschen einen Einblick bekommen will, was denn da so im Luftraum alles los ist, dem sei Flugradar24 empfohlen. Mhm. Also wenn man hier jetzt gerade mal aktuell, wenn ihr euch mal drüber beugen wollt, anschauen wollt, was da in München und Umgebung zurzeit so rumfliegt. Und zwar ist das jetzt ein Echtzeitbild, also die Flugzeuge bewegen sich hier auch. Man sieht ganz genau, wo die langfliegen, ist aber noch nicht alles. Ich kann natürlich auch auf das Flugzeug draufgeben, dann wird mir in Echtzeit angezeigt, auf wie Fuß der gerade fliegt, wie viele Knoten er gerade fliegt, um welches Flugzeug er sich handelt, das ist aber natürlich nicht alles. Ich bekomme ein Bild von dem Flugzeug mit eingeblendet, ich sehe, von wo es wegfliegt und wo es hin möchte. Ich kann mir dann auf der Karte natürlich auch gleich die komplette Route anzeigen lassen, dort wo er im Moment ist. Ah, nicht schlecht. Ja, von Bologna nach Frankfurt. Er fliegt von Bologna nach Frankfurt hier zum Beispiel gerade. Kann natürlich nach Flugzeugen suchen. Ich kann mir Alarms geben lassen. Die Flugzeuge strahlen bestimmte Codes aus. Wenn bei einem Flugzeug Emergency ist aus irgendeinem Ding, kriegst du hier gleich eine Push-Nachricht, dass du vielleicht noch ein Stück wegrennen kannst. Keine Ahnung. Aber schau mal an, was da los ist. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja, hier, das sind ja in diesem Bereich sind ja wahnsinnig viele. Mhm. Oder Zürich ist natürlich auch immer viel los. Also das, wie gesagt, alles in Echtzeit. Das ist aber alles noch gar nichts. Also Das ist die eine Geschichte. Jetzt rufe ich es gerade mal auf dem Smartphone schnell auf. Da läuft es auch. Also läuft auch auf dem iPhone und auf dem iPad. Ich rufe es jetzt nur gerade mal schnell auf dem iPhone auf, weil ich das iPad hier nicht abklemmen kann. Wenn ich jetzt hier die Flugzeuge auch wieder drauf sehe, dann gibt es hier noch, drücke ich auch kurz auf dieses Radar und eröffne die Kamera. Und ich sehe jetzt in Augmented Reality direkt am Horizont die Schilder oder die Markierungen der einzelnen Flugzeuge eingeblendet. Ach, das heißt, interessant. Wenn ich jetzt das Smartphone wenn du eins anpeilst, gegen den Horizont halte und sage, was ist denn das da hinten eigentlich für ein Flieger, wird mir drunter in Echtzeit eingeblendet, was das für ein Flugzeug ist. Ja, Wahnsinn. Ne? Also, aha. Super Tool für die Taliban, habe ich mir gedacht. Ja. Oh. Also, das ist schon echt ein Stück faszinierende Technik einfach. Und ich als Nerd, ich fahre da einfach immer auf sowas ab und probiere das auch gerne aus. Hat für mich jetzt nicht einen großen Nutzen, aber ich habe es einfach ab und zu nebenher geöffnet und schaue dann aus dem Fenster, sehe das Flugzeug, denke mir, ach, was ist denn das jetzt? Ne? Ach, ist die Maschine nach Zürich? Und so weiter und so fort. Finde ich ganz gut. So, und die dritte App, die ich empfehlen möchte, ist Instacast. Ich habe sie, glaube ich, zu Beginn der Sendung schon kurz erwähnt. Instacast ist für mich die Podcast-Anhör-App schlechthin für iPhone, iPad und iPod Touch. Das Schöne an Instacast ist, ich brauche kein iTunes und ich brauche keinen PC und ich brauche keinen Mac. Mhm. Gibt es das für Android auch? Gibt es für Android, glaube ich, nicht, aber da gibt es sicherlich ähnliche Programme. Mhm. Wollte ich eh mal nachfragen in die Hörerschaft, wenn jemand gute Podcast-Anhörprogramme, Podcatcher nennt man die ja für Android, kennt, bitte mal zurückmelden. Ich kenne mich da leider nicht so aus. So, Instacast
funktioniert so, dass der regelmäßig automatisch nachschaut, gibt es eine neue Podcast-Folge, zum Beispiel von Channelcast. Wenn ja, lädt er sie automatisch im Hintergrund runter, sofern er sich im WLAN befindet. Ich kann ihm auch sagen, du darfst es auch, wenn UMTS ist. Würde ich aber nicht empfehlen, ist ein bisschen zu groß. Informiert dann den Hörer und sagt, es ist eine neue Folge da. Man kann die Podcasts abspielen. Er merkt sich auch, wo man stehen geblieben ist und macht dann genau an der Stelle auch wieder weiter. Und er unterstützt eben auch die angesprochenen Kapitelmarken. Das heißt, ich habe eine Übersicht über die ganzen Themen einer Sendung, kann die dann ganz gezielt ansteuern. Ich bin hochzufrieden mit der App und ich habe so etwa 10 bis 12 Podcasts drauf abonniert. Und die funktioniert einfach klasse. Ich kann mir dort noch Playlists anlegen. Welche Podcasts habe ich noch nicht gehört? Welche finde ich besonders gut? Und so weiter und so fort. Also sehr empfehlenswert. Mhm. Kostet, glaube ich, 79 Cent oder irgendwie sowas. Die kosten ja alle immer nichts, die Dinger. Und auch, also ausprobieren und die neuen Channelcast-Folgen damit konsumieren. So. Das waren unsere Picks und wir verabschieden uns für heute. Müssen wir noch auf irgendwas hinweisen? Nee, ich glaube, wir haben soweit alles getan, ne? Ja. Hörertreffen geben wir noch bekannt, die Termine. Genau, das kommt. Möglichst bald. Nächste Sendung, ja, da sollte man vielleicht noch kurz reinschauen. Wäre schon auch nicht schlecht, wenn wir noch eine hinkriegen im August, ne? Ja, aber unbedingt. Vor deinem Urlaub. Heute haben wir den 20. Ja, das sollte man schon noch. Das sollte man schon noch hinkriegen irgendwann, ne? Wie schaut es denn da aus? Blätter mal da ein bisschen durch. Heute ist der 20. Ja. Auf wann ist denn eigentlich dieses Business-Update von der also Actavis verschoben worden? Das sollte ja eigentlich am 13. stattfinden, ne? Ja, das ist jetzt so dumm. Das Goldbodenfest meinst ja. du? Ja, das ist so vorher dumm. So ein Business-Update. War eigentlich geplant, dass die Veranstaltung geht am Montag. Ja. Pressekonferenz am Nachmittag und dann aufs Gäubodenfest und am Dienstag fährst du wieder nach Hause. Ja. Jetzt haben sie das Ganze verschoben um einen Tag. Das heißt, am Dienstag Nachmittag, späten Nachmittag ist die Pressekonferenz, dann gehst du aufs Gäubodenfest und am nächsten Tag fährst du nach Hause. Nur dummerweise ist es der nächste Tag ein Feiertag. Das heißt, also, du kannst dir überlegen, deinen Feiertag anschließend zu opfern. Also mir als Selbstständigen kommt das sehr entgegen. Ist das ein Feiertag? Das ist ein Feiertag, ja. Das ist Maria Himmelfahrt, oder? Maria Himmelfahrt, ja. Lass uns den Podcast doch dann anpeilen für den. Der 15. ist ein Feiertag. Lass uns den noch anpeilen, mal für den 17. 15. ist Feiertag. Hier nur in Bayern oder was? 17. ja, finde ich einen guten Vorschlag. Für den 17. Was meinst du denn, Damian? So nichts anderes passieren würde das. Weil das sind ungefähr 4 Wochen, das wäre sehr zeitnah nach dem Business Update. Ja, würde bei mir zeitlich auch noch ganz gut gehen. Und anschließend die Woche drauf bist du ja schon weg, oder nicht? Ja, ich bin dann vom 21. bis 23. auf dem Systemhauskongress. Und danach fliege ich schon in Urlaub. Könnte mich dann auf Flugradar 24 verfolgen. Sag mal, wir könnten doch dann den Hörerstammtisch, das Hörertreffen einfach vorher die Woche drauf, 24. 24. Ja, würde gehen bei mir. Ja. Das denke ich machbar. Kann ich derzeit noch nicht sagen. Kannst du noch nicht sagen, gell? Ja. Okay. Gut, da schließen wir uns noch mal kurz. Aber das könnten wir schon mal zumindest schon mal anpeilen. So. Ich tue mir das mal in den Kalender eintragen mit Fragezeichen. Jetzt hat es ja mit unserem Intro vorhin überhaupt nicht geklappt. Kriegst du es nochmal her? Ja, ich habe es jetzt nochmal draufgespielt. Jetzt schaue ich mal, ob es dann noch klappt, ob wir unsere Schlussmusik noch einspielen können. Schön. Hast du denn noch so einen Rausschmeiß? Ja, ich wollte gerade sagen, heute habe ich nochmal was mitgebracht. Da finde ich das Lied einfach so schön und wollte euch aber mal vorab fragen, kennt ihr France Gall? Ja, natürlich. Welches Lied fällt dir da ein? France Gall, Mensch. Das war in den 70er Jahren. Früher, 68. Sogar? Ja. Da gibt es ein ganz bekanntes Lied, wurde ja, damals mit Sicherheit. Der Sieger im Chanson de la. Wenn du es mir sagst, sage ich sofort. Pass auf, ich spiel's mal an, vielleicht fällt es dir dann ein. Alte Aufnahme, 68, wie gesagt. Ah, tolles Lied. Da war noch richtig mit Orchester damals. Ne?
Oh. Ja, das kenne ich auch. Poupée de Cire? Damian schüttelt den Kopf. Nee. Kennst du das nicht? Nee. Ich wüsste nicht, wie das heißt, aber ich kenne das, ja klar. Das ist so total bekannt eigentlich, ja. Nee. Aber das spielen wir heute nicht. Nee, da müssen wir eigentlich auch so. Irgendwas von John Lord müssten wir jetzt spielen. John Lord ist gestorben. Ja. John Lord ist gestorben. Von Deep Purple. Oder von Deep Purple. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das hätte er eher sagen müssen. Da bin ich jetzt überhaupt nicht ist mir auch jetzt gerade erst spontan so. Ja, das stimmt. Nur nochmal hier vielleicht erwähnt, auch wir trauern um John Lord. Ich fand den immer klasse. Child in Time. Mit der konnte wirklich. Kennst du noch? Child in Time. Selbstverständlich. Die Purple in Rock. Meine erste LP. War super. Wir spielen heute einen anderen Titel von der France Gall. Den hat sie dann ein bisschen später rausgebracht. Da fand ich nur den. Und schon abgemeldet. Das ist alles okay. Ich mach nur weiter. Ich habe euch schon mal erzählt, dass ich bei Depeche Mode bin ich stehen geblieben. Und was da davor und dahinter war, keine Ahnung. Ne, macht ja nichts. Nicht eingestiegen und stehen geblieben. So. Ist kein Thema, da brauchst du dich nicht zu. Wir haben da Verständnis, wir haben für so vieles Verständnis. Aber ich glaube, das wäre ein interessantes Thema fürs Hörertreffen. Ich will nur sagen, mein Vater hatte die Purple Schallplatten. Also ich habe die auch gesehen als Kind und so. Aber die Schallplatten? Die Schallplatten, ja. Ich hab nie Zugang dazu gehabt. So. Ich kenne nur dieses Smoke on the Water. Ja. Ist das von denen, ja. Schon. Ach ja. Sehr gut. So sieht das aus. Christian kennt sich besser mit France Gall aus. Ich kenne mich besser mit France Gall aus, genau. Da gibt es einen schönen Titel von ihr, der heißt Der Computer Nummer 3. Ach. Und ist, glaube ich, aus 70 oder sowas. Also zu einer Zeit, als die Großrechner eigentlich noch überall zugange waren und man so von einem PC im eigentlichen Sinn noch gar nicht gesprochen hat. Mhm. Aber dennoch, die France Gall hat damals schon erkannt, was man mit diesem tollen Computer alles machen kann. Und das hören wir uns noch an. Und dann kommt die Schlussmusik. Und wir sagen hier auf Wiedersehen aus dem Channelcast-Studio. Vielen Dank an dich, Andreas. Aber sehr gerne. Für Licht und Tisch. Aber sehr und Strom. Gerne, Christian. Und danke auch an dich, Damian, fürs Dasein. Ja, sehr gerne. Und wir sehen uns dann, denke ich, in 4 Wochen wieder. Und vielen Dank allen fürs Mithören. Vielen Dank euch auch. Genau. Macht's es gut. Da draußen. Schönen Abend, schönes Ade, Wochenende. Schönen Sommer. Servus, ciao. Größe 46 Stock. Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen Boy. Und die Liebe ist garantiert, so bad er dabei. Lange war ich einsam, heute bin ich verliebt. Und nun darum ist das so, weil es die Technik und die Wissenschaft und die Jahre schwarze Haare von Beruf Vertreter, Kennzeichen wird wie heute. Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen Boy.